Herzlich willkommen heute hier am Nachmittag zu unserer Veranstaltung mit unserem Spitzenkandidaten für die Europawahl, den Herrn Professor Dr. Meuthen. Auch haben wir heute eingeladen den Rechtsausschussvorsitzenden aus dem Bundestag, den Herrn Brandner. Und natürlich sind unsere stellvertretenden Landesvorsitzenden, der Kai-Uwe Ziegler und der Andreas Mossig heute hier, weil Kai-Uwe Ziegler kommt bei uns aus dem Kreis und Andreas Mossig aus dem Nachbarkreis. Das ist dann ganz normal für mich als Köthner Abgeordneter hier, dass ich dann meine regional nahen Leute auch einlade. Mein Kreisvorsitzender Daniel Reu ist heute auch da. Und dann würde ich auch schon sagen, lassen wir uns nicht lange auf die Folter spannen, sondern wollen wir einfach mal beginnen, und zwar am Anfang. Wollen wir gucken, ob sie rein wollen? Ja, also Herr Meuthen, herzlichen Applaus. Herr Brandner, freut mich schon hier, neben Herrn Meuthen am besten. Andreas. So. Und natürlich obliegt die Ehre des ersten Grußwortes meinem Kreisvorsitzenden Daniel Reu. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Hallo Köthen. Dankeschön. Ich freue mich, dass wir heute hier in unserer Kreishauptstadt Köthen, in unserer Bachstadt sein können. Und Hannes Loth hat ja schon begrüßt. Ich will das aber nochmal machen, jetzt wo sie auch hier sind. Wir begrüßen nochmal ganz ausdrücklich unseren Bundesvorsitzenden und Spitzenkandidaten für die Europawahl, Herrn Professor Jörg Meuthen. Es ist mir und es ist uns natürlich eine Ehre, dass wir heute hier unseren Bundesvorsitzenden und den Spitzenkandidaten unserer Partei in Köthen begrüßen dürfen. Ich möchte auch jetzt keine lange Rede halten, so wie man das sonst von mir gewohnt ist, denn wir wollen natürlich heute wissen, wie die große Politik aussieht. Und zur großen Politik gehört natürlich auch der Bundestag. Aus dem Grund sind unsere beiden Bundestagsabgeordneten Andreas Mossig und vor allem Stefan Brandner bekannt. Hannes hat gesagt, als Rechtsausschussvorsitzender, ja, und Kai-Uwe Ziegler als stellvertretender Landesvorsitzender wurde schon erwähnt und du warst auch schon im Saal und hast Applaus gekriegt. So, ich möchte aber nicht versäumen, auch die weiteren Landtagsabgeordneten zu begrüßen. Ich zähle jetzt nicht alle auf, ich sehe auch hier vorne unseren Vizepräsidenten des Landtages, Willi Mittelstädt, also auch der ist da. Und mein Kollege Alexander Raue sehe ich hier vorne aus Halle, er hat auch... Man muss den Alexander Raue deswegen auch mal hervorheben, denn auch Alexander Raue hat es geschafft, ein Direktmandat zu holen, 2016, aber nicht irgendwo in der Provinz, sondern Alexander Raue hat in einer vermeintlich für die AfD immer so ein bisschen schwieriges Feld, in einer vermeintlichen schwierigen Umfeld, Halle an der Saale in unserer großen Stadt Sachsen-Anhalt, hat ein Direktmandat geholt mit 31%, also nochmal Respekt davor, Alexander. Und Warum sage ich das? Ich sage das deshalb, weil ich natürlich auch Mut machen will, dass wir auch in den großen Städten nicht nur können, sondern auch müssen. Denn insbesondere in Halle und in Magdeburg, das sehen wir auch in den letzten Tagen, ist es absolut notwendig, dass wir einen politischen Wechsel hinbekommen. Und wir werden ja sicherlich einiges noch hören dazu. Ich will jetzt keine weiteren Beispiele bringen, aber ich sehe noch meinen Kollegen natürlich, den stellvertretenden Kreisvorsitzenden Volker Oldizak, der ist auch noch da, das musst du mal aufstellen. Und weil wir gerade bei Wahlergebnissen waren, Volker hat das höchste Wahlergebnis mit 33,4% damals geholt im Wahlkreis Bitterfeld. So, ja, da kann man auch noch mal klatschen. Das ist also die Ausgangslage. 2016, auch 2017 hatten wir mit 22% nach der Landtagswahl 16 zur Bundestagswahl ein starkes Ergebnis. Kai-Uwe Ziegler war unser Direktkandidat und wir sind heute in Köthen in unserer Kreishauptstadt. Da hat die AfD bisher keine Präsenz im Stadtrat, denn ich bin ja auch heute so ein bisschen zuständig für das Kommunale als Kreisvorsitzender. Wir haben ja nicht nur die Europawahl am 26. Mai in diesem Jahr, sondern wir haben auch die Kommunalwahl. Und wir als Kreisverband Anhalt-Bitterfeld haben es geschafft, im Gegensatz zum letzten Mal auch in Köthen,
eine starke Mannschaft aufzustellen, die für den Stadtrat unserer Kreishauptstadt antritt. 4 Frauen, 3 Männer. Ohne Frauenquote haben wir es geschafft, mehr Frauen aufzustellen als Männer. Also das Respekt erstmal dafür, und die Kandidaten sind auch einige hier. Ich begrüße auch euch heute hier. Jennifer Zerrenner kommt gleich nochmal. Das war die Dame, die vorhin am Eingang stand, ist unsere Spitzenkandidatin. Das heißt, die Köthner haben dieses Mal auch bei der Kommunalwahl die Möglichkeit, die Alternative zu wählen. Und das ist, denke ich mal, auch ein Erfolg unseres Kreisverbandes, dass wir jetzt in der Fläche auch in Köthen endlich da sind. Köthen ist spätestens seit dem Vorfall, den wir alle kennen, wo wir bundesweit in die Schlagzeilen kamen. Das war der Vorfall, der uns zeigte, dass man einfach mal durch die Stadt laufen kann und einen Herzinfarkt bekommt und dann tot ist. Ja, es ist traurig. Köthen reihte sich mit diesem Vorfall, jeder kennt ihn, in eine traurige Liste ein von Städten, die bundesweit bekannt wurden. Freiberg, Freiburg, beide Städte übrigens. Kandel, Chemnitz, das sind so die Städte, die in der bundesweiten Präsenz waren. Wir haben jetzt in der letzten Woche gehört, in Chemnitz hat die Polizei vergessen, welche Fakten, die dort sich am Tathergang zugetragen haben, aufzuzeichnen, dass die Hände blutig waren. Das hat man einfach mal alles vergessen mit aufzunehmen. Also Ermittlungspannen ohne Ende. Wer den Fall in Köthen kennt, der weiß, dass hier der Oberstaatsanwalt sofort sagte, der Herzinfarkt und die Angriffe haben keinen kausalen Zusammenhang mit dem Tod, weil er natürlich der Geschädigte vorgeschädigt war oder eine Erkrankung hatte. Aber man wollte uns sofort weismachen, der Angriff hat natürlich mit dem Tod nichts zu tun. Die Bürger, und das ist für mich wichtig, haben aber sich selbst eine Meinung gebildet. Warum sage ich das? Denn die Bürger sind nach diesem Vorfall zu uns gekommen, zu den Stammtischen gekommen und haben gesagt, also was hier abgeht, was insbesondere die Mitteldeutsche Zeitung geschrieben hat, wobei ich hier ausdrücklich sage, die haben sich bezogen auf die öffentlichen Stellungnahmen der Staatsanwaltschaft und der Ministerin. Wie mein Kollege Hannes Loth hier beschimpft wurde, dass er sozusagen falsche Verdächtigungen macht, das hat gezeigt, wie weit es ist nach dem Fall in Wittenberg, den wir alle kennen, Markus Hempel, ist Köthen ein weiterer, für mich, Justizskandal, wie hier versucht wurde, das Ding klein zu reden und vor allem, wie die Köthner durch den Innenminister Stahlknecht versucht wurden, auch klein zu halten, dass man nicht auf die Straße geht und nicht seinen Protest auf die Straße bringt. Aber Köthen hat gezeigt, wie es geht. Auf der zweiten Demo, die wir zusammen mitorganisiert haben oder mit unterstützt haben, wo auch ich gesprochen habe, sind fast 2000 Leute auf die Straße gegangen. Das war ein wichtiges Zeichen. Ich sage nochmal, danke Köthen, dass ihr Gesicht gezeigt habt in diesen schwierigen Zeiten. Und ja, was hat die AfD gemacht? Das ist jetzt natürlich so ein Beispiel, was in Köthen exemplarisch steht für viele Beispiele. Viele, viele kleine Vorfälle, die durch Hannes Loth in kleinen Anfragen hinterfragt wurden, zeigen, wie viele Menschen in unserem Landkreis auch sind, die bereits abgelehnt sind, die Straftaten begangen haben und immer noch da sind. Wie jetzt kürzlich auch in Bitterfeld bei dem Überfall eines Irakers, der bereits weitere Überfälle begangen hat und seit einigen Jahren hier ist, Vorstrafen hat. Ähnlich wie bei dem Vorfall in der Helene-Lange-Schule in Bitterfeld, als mit Schlagketten auf Schüler eingedroschen wurde. Auch hier handelte es sich um Täter aus Syrien, die bereits vorbestraft waren. Warum sage ich das? Wir als AfD bekennen uns, und das sage ich auch immer wieder, zum Asylrecht. Aber wer hier in unserem Land ist und das Asylrecht in der Weise missbraucht, indem er auf unsere Schüler losgeht, indem er auf unsere Senioren oder auf unsere Frauen losgeht, der hat sein Gastrecht verwirkt und der muss auch zurückgeführt werden. Und das wollen wir als AfD natürlich vorantreiben. Ein weiterer Punkt, da komme ich jetzt mal auf die kommunale Sache, weil ich bin ja seit 2014 durch den Wählerwillen im Kreistag. Wir sind im Kreistag zu dritt, das ist wahrlich keine große Fraktion, aber wir haben im Kreistag erleben dürfen, wie 3 Asylheime beschlossen wurden, eins davon in Köthen, Augustenstraße, die ist ja bekannt, da gibt es ja so eine, in der Nähe so eine bekannte Familie, ich will den Namen jetzt nicht nennen, ich denke jeder weiß, worum es geht, aber warum sage ich das? Hier handelt es sich um ein Konsortium oder um eine Firma, manche nennen das auch Asylmafia, die in anderen Landkreisen bereits mehrfach Handwerker, Betriebe und Behörden getäuscht hatten, weil sie Auflagen nicht umgesetzt haben, weil sie immer wieder den Einzugstermin verschoben haben und weil sie am Ende riesige Schuldenberge hinterlassen haben. Auch in Köthen ist das der Fall, aber keiner aus dem Kreistag, keiner von der CDU, keiner von der SPD hat in irgendeiner Weise hier mal kritisch hinterfragt, lieber Landrat, mit wem machst du hier eigentlich Verträge? Mit wem unterzeichnest du hier 5 Jahresverträge? Wem vergibst du hier solche
solche Sachen. Im Übrigen, man hatte ursprünglich geplant, in der Merziner Straße ist das, glaube ich, am Kaufland, da wo jetzt was anderes gebaut wurde, auf dieser Wiese ursprünglich dort Bungalows zu bauen. Das war auch Teil einer Möglichkeit in der Ausschreibung damals. Also man stelle sich vor, was man hier vorhatte. Und das Schlimme an der Sache ist, so ein Asylheim für 5 Jahre, was man hier im Kreistag so durchgewunken hat, hatte damals ungefähr ein Volumen von 5 bis 6 Millionen. Wir hatten in Roach 1 und das Big Hotel in Wolfen, was unterschrieben wurde. Ich sage diese Zahlen deshalb, weil ich war damals im Ausschuss und niemand hat die Frage gestellt, wo kommt das Geld eigentlich her? Niemand hat die Frage gestellt, wo kommt das Geld eigentlich her? Es ist einfach durchgewunken worden. Ich war im Vergabeausschuss natürlich einer derjenigen, der so gestimmt hat, ich darf ja nicht sagen, wie ich gestimmt habe, das weiß ich ja nun, der so gestimmt hat, wie ich das auch im Programm vertrete. Ihr kennt meine Meinung. Und aus dem Grund, und das sage ich auch mit Stolz, aufgrund der Sachen, die wir im Kreistag vorgetragen haben, mit welchen Firmen der Landrat zusammenarbeitet, haben wir es als einer der einzigen Landkreise in Sachsen-Anhalt geschafft, alle drei Asylheime, alle drei Verträge zu kippen, sodass diese Asylheime nicht für 5 Jahre in unseren Landkreis kommen, die jetzt in anderen Landkreisen übrigens zur Hälfte leer stehen und dem Steuerzahler trotzdem Geld kosten. Das ist ein Verdienst dieser drei kleinen Leute im Kreistag. Und aus dem Grund, ja, und das ist, weil es wird ja jetzt in diesen Tagen wird ja immer gesagt, ja, warum sollen wir euch denn wählen? Fällt dann ja immer schwer, dann so ad hoc eine Antwort zu geben. Das sind genau die Dinge, wo man dann an der richtigen Stelle auch den Mund aufmachen muss, weil es hier am Ende um unsere Heimat geht und es geht vor allem um unser Steuergeld. Und da kommt nämlich die nächste Frage aktuell im Kommunalwahlkampf. Ja, ihr fordert Kita-Gebühren abschaffen und ihr fordert die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen. Wie wollt ihr das denn alles finanzieren? Ich sage, ja, die Finanzierungsfrage, die spielt im Landtag natürlich immer eine große Rolle. Ich selbst bin ja im Landtag und habe dort Haushaltsberatung miterlebt, aber da hat nie einer die Frage gestellt, wie finanzieren wir denn eigentlich im Doppelhaushalt die 660 Millionen für Sachsen-Anhalt, für die Asylbewerber in Sachsen-Anhalt und die 50 Millionen für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer, die sich ja dann zum großen Teil fälschlicherweise ausgeben als unter 18-Jährige. All das sind Kosten, die dem Steuerzahler natürlich aufgebürdet werden und die am Ende dazu führen, dass die Kasse leer ist und dass wir eben kein Geld haben für die eigene Bevölkerung. Und da stehen wir auch dagegen. Wir wollen eine Familienförderung und dazu gehört es natürlich, die Kita-Gebühren abzuschaffen und es ist finanziell auch stemmbar. Und deswegen werden wir als AfD nicht wie die SPD in Köthen, da bin ich im Übrigen der Bürgerinitiative und den freien Gruppen, die hier im Stadtrat sitzen, dankbar, die damals die namentliche Abstimmung beantragt haben. Die SPD hat im Bundestagswahlkampf mit ihrem Kanzlerkandidaten Martin Schulz versprochen, Kita-Gebühren müssen abgeschafft werden. Hier im Stadtrat gab es eine namentliche Abstimmung, da haben auch SPD-Stadträte für höhere Kita-Gebühren gestimmt. Und genau das ist die Transparenz, die wir flächendeckend in Anhalt-Bitterfeld herstellen wollen und müssen, damit die Bürger draußen sehen, was erzählen uns denn eigentlich die Parteien und wie stimmen sie denn am Ende im Parlament ab. Genau diese Transparenz wollen wir herstellen nach dem 26. Mai. Und aus dem Grund bitte ich auch euch, dass ihr nicht nur bei der Europawahl für die AfD stimmt, sondern auch bei der Kommunalwahl. Ja, das ist ein Punkt, den ich jetzt mal rausgegriffen habe. Insgesamt, und damit will ich jetzt auch enden, haben wir 166 Positionen besetzt für die Kommunalwahl. Wir treten also in Köthen, auch in den Nachbargemeinden Ost- und Überland, Aachen, auch in Zerbst sind wir jetzt präsent, an zu den Gemeinderats- und Stadtratswahlen, auch einige Ortschaftsräte. Und in Bitterfeld, im Altkreis Bitterfeld, treten wir auch in allen 5 Gemeinden an. Natürlich in meiner Heimatstadt und Kai-Uwe Ziegler ist auch Spitzenkandidat im Wahlkreis Bitterfeld, ich im Wahlkreis Wolfen. Treten wir mit 18 Leuten für die Stadtratswahl an. Ich denke, auch in Köthen werden wir eine starke AfD-Fraktion bekommen und dann endlich die Mehrheiten in den Stadträten ändern zugunsten der einheimischen Bevölkerung. Ich danke erstmal und jetzt kommt Andreas Morsek dran. Genau, danke. Andreas Morsek, unser Kapitän im Bundestag, aus Dessau in den Bundestag gewählt, vertritt uns dort in Sachen Verkehr und auch er ist natürlich kommunal aktiv, setzt sich auch für die Europawahl ein und wird uns heute jetzt was dazu erzählen. Ja, lieber Hannes, recht vielen Dank für die Einladung und recht vielen Dank für die Einladung des Kreisverbandes Anhalt-Bitterfeld nach Köthen. Es ist mir eine Ehre, hier heute zu euch sprechen zu dürfen. Seit wir unsere Partei im Jahr 2013 gegründet haben, ist viel passiert. Das deutsche Volk wird seit 2017 im Deutschen Bundestag
und seit 2018 in allen 16 Landesparlamenten vertreten. Und das ist gut und wichtig so. Auch das Jahr 2019 wird am 26. Mai interessant werden. Lieber Professor Jörg Meuthen, ab dem 26. Mai 2019 wirst du deine Fraktionssitzung in Brüssel nicht mehr alleine abhalten, sondern mit einer starken Mannschaft der AfD Deutschland in Europa vertreten und verteidigen. Wir wünschen dir viel Erfolg in Brüssel. Aber der 26. Mai 2019 wird auch sehr interessant werden für Sachsen-Anhalt. Dann zieht die AfD in vielen Kommunen ein und wird dort als Vertreter des Volkes mit wahren und klaren Worten die Missstände anprangern und verändern zu versuchen, die die Altparteien angerichtet haben. Und das bedeutet für uns Basisarbeit für das deutsche Volk, für unsere Heimat. Auch hier werden wir in Sachsen-Anhalt Erfolg haben. Die AfD ist gekommen, um zu bleiben und gegen die Missstände vorzugehen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion für das Verkehrsthema See- und Binnenschifffahrt. Ein sehr, sehr wichtiges Thema im Verkehrssektor. Viele Jahre meines Lebens bin ich als Kapitän weltweit zur See gefahren. Warum erwähne ich das hier? Ich möchte Ihnen aufzeigen, dass die AfD auf allen Gebieten, auf allen Themen von hochqualifizierten Personen vertreten wird, die durch jahrelange Berufserfahrung zurückblicken können und jetzt das deutsche Volk im Bundestag und die Landesparlamenten vertreten. Und das ist wichtig, ob es die Themen Finanzen, innere Sicherheit, Verteidigung, Bildung, Verkehr, Digitalisierung, Kultur, Sport und so weiter ist. Überall sitzen Experten mit Berufserfahrung und keine Nazis. Welche Partei kann das vorweisen? Die Grünen? Ich höre an ihrem Gelächter, dass sie genau wissen, was ich meine. Die 68er Steinewerfer mit ihren Nicht-Berufsabschlüssen, aber mit ihren Kommandosprachen in den Parlamenten, die gehören eigentlich auf den Scheiterhaufen der Geschichte. Die kann keiner gebrauchen, das ist meine persönliche Meinung und die vertrete ich auch. Ich möchte aber hier heute nicht über Seefahrt und Schiffe reden, obwohl das immer lustig ist, wenn man so aus alten Zeiten plaudert. Aber deswegen haben wir uns hier heute nicht getroffen. Mal ein paar Worte zur Verteidigung. Unsere Bundeswehrsoldaten verteidigen unsere deutsche Heimat in Afghanistan. Ausgerüstet mit Schrott. Frage Sie, meine Damen und Herren. Was hat die Bundeswehr in Afghanistan zu suchen? Jeder dort gefallene deutsche Soldat ist einer zu viel. Ohne Zweifel stehen unsere Kameraden dort ihren Mann. Ohne Zweifel. Sie sind mutig, tapfer. Aber sie gehören nicht nach Afghanistan, sondern nach Deutschland, nach Hause. Denn hier müssen sie ihre Heimat verteidigen und nicht in Afghanistan. Die Mission Afghanistan ist gescheitert. Das haben wir auch im Bundestag so erklärt. Aber die Altparteien begreifen das nicht. Sie sind nach wie vor auf dem Siegeszug in Afghanistan. Und das seit 20 Jahren. Meine Damen und Herren, wo die Scharia herrscht, wird man auch mit Soldaten die Demokratie nicht einführen können. Das ist nicht machbar. Das sind Grimms Märchen, wenn sowas erzählt. Ich sagte es schon, die Ausrüstung unserer Bundeswehr gleicht einem Schrotthaufen.
Jeder Schrotthändler wäre stolz, das in seinen Besitz zu bekommen. Die Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, und da erzähle ich nichts Neues, hat mehr Kinder als einsatzfähige Kampfflugzeuge. Gerade mal 220 Panzer sind im Besitz der gesamten Bundeswehr. Die Russen alleine hatten im ehemaligen Bezirk Halle mehr Panzer als die gesamte Bundeswehr heute hat. Und damit soll Deutschland verteidigt werden, im Ernstfall. Unsere Hubschrauberpiloten absolvieren ihre Pflichtflugstunden mit ADAC-Hubschraubern, weil die eigenen Kampfhubschrauber nur noch bedingt einsatzfähig sind. Und da schreibt man ganz groß und laut in der Presse, wir ziehen ja unsere Hubschrauber und fast gar nichts daran ab. Ja, weil sie nicht mehr arbeiten können. Das ist der Hintergrund. Sie können nicht mehr fliegen. Und da brauche ich die auch nicht in Afghanistan. So sieht unsere Bundeswehr aus. Von 5 U-Booten sind 4 fahruntüchtig. Von 5, 4 fahruntüchtig. Das sind 80%. Da braucht man kein Rechner sein. Ne? Aber das Segelschulschiff Gorch Foch, 170 Millionen zu investieren, das ist der blanke Wahnsinn. Ich frage Sie, 170 Millionen Euro in die Gorch Foch. Ja, soll dieses Schiff vergoldet werden oder was haben die damit vor? Ich weiß es nicht. Oder gehen für den 170 Millionen, 150 Millionen an externe Berater. Wäre ja bei der Ursula von der Leyen nichts Neues. Ich sage Ihnen, Schluss mit diesem Affentheater in Berlin. Wir brauchen eine starke AfD, die das Volk vertritt. Und dafür treten wir an, für Europa und auch in den Kommunen. Und wir kämpfen für euch weiter im Bundestag und im Landtag. Das verspreche ich euch. Mein Kollege Daniel Reu, den ich hochachte als Mensch, als Politiker, der ja die einleitenden Worte brachte, erwähnte es schon. In Köthen starb Markus, in Wittenberg starb Markus. Beide junge Männer vereinten nicht nur der gemeinsame Name. Beide starben durch Täter, die man auch Merkels Gäste oder Schulzes Goldstücke nennen darf. Bundesweit sterben Menschen durch Messerstecher. Mit Asylgesuchen. Das kann nicht wahr sein. Bundesweit blüht die Asylindustrie. Rot-Rot-Grün versiffte Juristen haben einen neuen Markt entdeckt. Dieser Markt heißt Asyl. Die Kosten dafür zahlt der Staat und damit der Steuerzahler, also wir alle. Mal ein paar Zahlen aus Sachsen-Anhalt, weil die sind ja hier für uns interessant, die mir meine Kolleginnen, Kampfgefährten, Büroleiterin Margret Wendt und Nadine Koppingel zugearbeitet haben. Mein Kollege Brandner hat eine schon gesehen, die andere sucht er noch. Bitte steht mal beide auf. Ja, jetzt hatten wir beide. Ja, sie haben mir die Zahlen zugearbeitet. 6.413 Migranten gelten in Sachsen-Anhalt derzeit als ausreisepflichtig. 6.413 ausreisepflichtige Migranten in Sachsen-Anhalt. 118 Asylbewerber sind seit Jahresbeginn abgeschoben worden. Aber keiner weiß, wann die wieder hier sind. 1.944 Ausreisepflichtige kommen aus 5 afrikanischen Ländern, die kaum oder gar keine Ersatzpässe ausstellen. Deren Abschiebung ist daher unmöglich. Unmöglich? Unmöglich. Erzwingungshaft, bis denen einfällt, wie sie heißen, wo sie herkommen, wie alt sie sind. Und dann sehen wir weiter. sind seit Jahresbeginn freiwillig ausgereist.
Die Frage ist, wann sich will er freiwillig einreisen. Denn wenn man freiwillig ausreist, bekommt man ja Geld. Und nicht wenig. Und das könnte man ja mehrfach wiederholen mit verschiedenen Identitäten. Ne? Das ist diese Industrie, die wir hier reingeholt haben. Und das Schlimme ist, was ist aus Deutschland geworden? Deutschland von heute ist, wo man mit unklarer Herkunft und nach illegaler Ankunft eine gesicherte und steuerfinanzierte Zukunft hat. Das ist aus Deutschland geworden. Illegal eingereist, unklare Herkunft, aber eine sichere Zukunft. Und das ohne arbeiten zu müssen. Das müssen Sie mal jedem klar machen, der hier 40 Jahre gearbeitet hat und dann Flaschen in Papierkörben sucht. Dafür schämen wir uns aber. Das darf nicht sein. Von den eingereisten IS-Kämpfern ganz zu schweigen. Merkels Politik der offenen Grenzen und wir schaffen das, waren doch die Grundpfeiler für IS-Terroristen hier unentdeckt unterzutauchen. Pfui Teufel, das ist Deutschland von Merkel. Der radikale Islamismus ist keine Religion, sondern eine brutale Tötungsmaschine. Es ist völlig irrelevant, wie viele der 1,6 Milliarden Muslime sich in die Luft sprengten. Worauf es ankommt, sie sprengten sich in die Luft mit dem Ruf Allahu Akbar. Und das vereint sie alle. Kennt hier im Saal irgendjemanden, der sich in die Luft sprengte mit den Worten Gelobt sei Jesus Christus? Ich kenne da keinen. Scharia bedeutet Mord, Folter und das nach Gutdünken und Willkür. Scharia bedeutet Unterdrückung der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, die wir hier hart erarbeitet haben. Das Schlimme von heute ist, dass auf der einen Seite die Barbarei der Scharia, zum Beispiel Steinigungen, betrieben werden, die dann auf der anderen Seite mit modernen Handys gefilmt und verbreitet werden. Welch ein Wahnsinn, meine Damen und Herren, sowas ins Internet zu stellen. Das ist keine Religion, die wir hier brauchen. Die AfD verweigert jegliche Art von Verständnis für diese Kultur und die wollen wir auch nicht importiert haben nach Deutschland. Der Islam gehört nicht nach Europa und erst recht nicht nach Deutschland, in unsere deutsche Heimat, in unsere deutsche Kultur. Als Politiker will ich keine Debatten führen müssen über Kopftücher im öffentlichen Dienst, über Schwimmunterricht für Mädchen, über Männer, die Frauen keine Hand reichen, über Schweinefleisch in Kantinen oder Kindergärten, über kultursensible Pflege in Krankenhäusern. Das darf nicht unsere Kultur werden. Dagegen gehen wir an. Wir wollen unsere deutsche Kultur bewahren, so wie wir sie von unseren Vätern und Großvätern übernommen haben. Wer Deutschland nicht liebt oder gar abschaffen will, der sollte ausreisen. Wir brauchen heute keine Ausreiseanträge mehr zu stellen. Man kann einfach den Koffer nehmen, ein Zugticket und fort ist man. So einfach ist das. Fakt ist eins. Das ganze Mosaik Deutschland zu zerstören hat System. Migration durch fremde Kulturen, Entwaffnung der Bundeswehr durch schrottreife Verteidigungstechnik, Abbau der Polizei als Regulierungssystem der inneren Sicherheit, Zerstörung der deutschen Industrie, insbesondere der Autoindustrie, durch Vorgaben aus Brüssel. Wie wir kennen diesen Dieselwahnsinn, den keiner verstehen kann. Und natürlich durch eine immer weiter absinkende Schulbildung. Die lässt langsam zu wünschen übrig. Deswegen haben wir auch keine Fachkräfte, weil die Leute ja schon im ersten Lehrjahr ihre Lehren abbrechen, weil sie den Mindestmaß an Voraussetzungen gar nicht erfüllen mehr. Das ist auch unsere Bildungspolitik. Wir von der AfD gehen dagegen vor
Und wir sind auch Europa, und das kann der Jörg bestätigen, nicht mehr alleine. Wir sind schon in mehreren Ländern, ich sage jetzt mal auf gleichrangige, ich gucke schon auf die Uhr, Vertretern, mit denen wir sicherlich zusammenarbeiten wollen. Wir sind ein stolzes und friedliches Volk und wollen es auch bleiben. Aber der gutgläubige Michel wacht auf, denn der Sender Phoenix hat jetzt, wenn Bundestagsdebatten sind, höhere Einschaltquoten als der Tatort. Und das ist gut. Das ist meine eigene Frau, guckt Phoenix, hat die nie gemacht früher. Ich möchte daran erinnern, dass wir in Sachsen auch Landtagswahlen in diesem Jahr haben. Die liegen jetzt bei 26%, da geht mit Sicherheit noch einiges. Die Prognosen damals, die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt lagen bei 12-15%, geholt haben wir fast 25%. Und das ist natürlich den Altparteien ein Dorn im Auge, aber wir werden trotzdem daran arbeiten. Ich habe noch so viel zu sagen, aber Hannes sagt, ich muss langsam zu Ende kommen. Ich kann euch nur eins sagen, wir von der AfD, wir werden uns für unsere deutschen Belange einsetzen, und zwar auf kommunaler Ebene, auf Landesebene, auf Bundesebene und demnächst auch in Europa. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Hannes, das wollte ich noch erzählen. Dankeschön, Andreas. Und ich bin hier vom Luxus verwöhnt. Normalerweise hört Daniel nie darauf, wenn ich sage, komm zum Ende. Also danke, Andreas, dass das so gut klappt, machen wir öfter. Ja, jetzt kommt schon der nächste stellvertretende Vorsitzende bei uns aus dem Landesvorstand, der Kai-Uwe Zichler aus Bitterfeld, bei mir im Kreisvorstand mit. War hier Bundestagskandidat, konnte auch gewählt werden in Köthen. Hat leider nicht ganz gereicht, ein kleines bisschen hat gefehlt, aber das werden wir demnächst nachholen, nehme ich mal an. War Kai-Uwe? Ja, wir lassen das Thema nicht aus. Einen wunderschönen guten Tag erstmal. Schön, dass ihr euch am 1. Mai aufgemacht habt und hier uns in Köthen besucht. Wie ihr es ja schon gesehen habt, wir spielen da vorne so ein bisschen die Reise nach Jerusalem. Ich weiß nicht, ob das noch politisch korrekt ist, aber wir machen es einfach. Ich bin Ossi. Warum betone ich das? Weil das so wahnsinnig wichtig ist. Ich bin in Sachsen-Anhalt geboren, habe 3 Jahre in Thüringen verbracht, habe mein Studium dort begonnen und habe es auch abgeschlossen und bin dann... Entschuldigung, das sollte doch eigentlich die Norm sein. Ich weiß, es ist heute nicht mehr so, aber es sollte eigentlich die Norm sein. Und bin dann wieder zurück nach Sachsen-Anhalt. Und wenn ich die Entwicklung so sehe, die wir gerade erleben, dann bleibe ich auch hier. Weil eine Sicht auf die gebrauchten Bundesländer, und ich nenne sie mal so, verursacht ja eher Entsetzen. Und wenn ich die letzten Umfrageergebnisse sehe, die angeblich neuen Bundesländer betrifft, wo wir als AfD vorn liegen, dann weiß ich, dass das mit den neuen Bundesländern Quatsch ist. Wir sind nicht die neuen Bundesländer, wir sind die schlauen Bundesländer. Und deswegen kämpfe ich an allen Stellen dafür, unsere Ossi-Tugenden hochzuhalten. Wir sind halt ein wenig knurriger. Wir lesen zwischen den Zeilen. Wir glauben nicht alles, was uns ARD und ZDF erzählen, sondern gucken lieber nochmal nach. Und das ist das, was uns ausmacht. Und das ist auch der Grund, warum sie uns nicht leiden können. Und deswegen habe ich einen kleinen Rundblick gemacht zum Thema 1. Mai. Ich sehe, hier sind alle ein bisschen erwachsener. Der eine oder andere wird sich sicherlich noch erinnern. Ich habe mich auch erinnert, ich war zur Wende 26, habe also bewusst wahrscheinlich 10, 12, 15 Jahre in der DDR erlebt. Und ich erlebe tagtäglich, dass mich Dinge so berühren, dass ich sage, kommt mir irgendwie bekannt vor. Hatte ich schon mal. Wollte ich eigentlich nicht wieder. Warum merkt das keiner? Und dann weiß ich, die schlauen Bundesländer sind leider noch in der Minderheit. Und deswegen kann ich nur als Ossi, für Ossis, wie ein Ossi denken und unser Denken so gut wie möglich weitergeben. Wer sich noch an den 1. Mai erinnert, also ich weiß noch, wir haben uns über Ewigkeiten die Beine in den Bauch gestanden, wurden von der Schule dorthin sortiert. Später mal mussten wir eine Plastinelke für 50 Pfennig kaufen.
Pionierhalstuch, als wir noch etwas kleiner waren, später dann FDJ-Bluse. Und dann sind wir mit Wink-Elementen, ich hoffe, ihr erinnert euch alle noch, wir sind mit Wink-Elementen an der Parteiführung vorbeigezogen, die sich dort auf den meisten Kreisstellen auf einer Tribüne versammelt hat. Es war eine furchtbare Veranstaltung. Der Spaß für uns, ich nehme an für euch auch, begann immer, nachdem das Ganze vorbei war. Hannes, es gab immer nach der ersten Mai-Veranstaltung Bockwurst, Fassbrause und Bier. Ich hoffe, du kriegst das für heute auch hin. Und auf meiner Recherche und Redevorbereitung bin ich, und die Eltern von euch werden es wissen, mal wieder auf die Frieda-Hockauf-Methode gestoßen. Ich kann mich erinnern, ich werde es auch gleich noch ganz kurz erklären, die Frieda-Hockauf-Methode. Es war eine Weberin und ich habe den Spruch gesehen über einer Konsum-Fleischtheke und habe mich dann irgendwann informiert, was es überhaupt bedeutete. Ich nehme an, die Damen, die dort unten die Wurst verkauft haben, wussten es auch nicht. Die Frieda-Hockauf-Methode, das war eine Weberin und die hat mehrere Webstühle gleichzeitig bedient. Aber das spielt keine Rolle. Ihr wird der Spruch zugeordnet, so wie wir heute arbeiten, werden wir morgen leben. Und da fiel mir doch gleich ein, wo gerade der Zug bei uns hinfährt. Und ich habe den gleich mal auf die heutige Zeit umgedichtet, so wie wir heute artig CO2-Steuern zahlen, so wird dann in 50 Jahren unser Klima sein. Und wer das nicht erlebt hat, einfach Pech gehabt. Aber bezahlt hat er trotzdem. Nochmal kurz zum 1. Mai. Ich habe dir das extra ausgedruckt. Es lebe der 1. Mai, der Kampftag der internationalen Arbeiterklasse. Es hat mich einfach so begeistert. Ich dachte, das muss ich ausdrucken, bringe ich euch extra mit. Der eine oder andere wird es schon vergessen haben, ist ja schon eine Weile her. Damals, immer wenn Wahlen ins Haus standen, könnt ihr euch sicherlich noch erinnern, wurden wir aufgefordert, doch die Kandidaten der Nationalen Front zu wählen. Die Jüngeren für euch werden es nicht wissen, wer das alles war. Das war die SED, das waren die Blockparteien, das waren die Leute, die aus den Gewerkschaften kamen und das waren natürlich auch Kunstschaffende, so wie die damals hießen. Heute heißen sie komischerweise wieder so. Im Moment sind es nicht mehr die Kandidaten der Nationalen Front. Wir wählen jetzt bitte alle die Kandidaten aus dem demokratischen Sektor. Jeder weiß, wer das nicht ist. Das sind angeblich wir. Wir sind nicht demokratisch. Dass das natürlich völlig antidemokratisch ist, spielt keine Rolle mehr, aber in der Argumentation hilft es den Damen und Herren immer. Und immer wenn ich in Facebook Diskussionen habe und dann ist da ein CDU und da ein CDU und da ein FDP und da ein SPD-Mann, dann erwähne ich immer, ja, wir wählen ja die Kandidaten der Nationalen Front und dann sind die stinksauer, weil sie es wissen. Weil sie es kennen, weil sie es erlebt haben und weil sie genau wissen, dass es immer noch so ist. Und warum machen die das denn? Es geht ihnen nicht um Demokratie. Es geht ihnen auch nicht um Rechts. Es geht ihnen um ihre persönliche Angst. Die haben Angst vor uns. Die haben Angst vor uns, dass sie ihre Spiele nicht mehr alleine spielen können. Die haben Angst davor, dass wir ihnen auf die Finger gucken. Und das werden wir tun und wir werden das ab 26. Mai in allen Ebenen tun können. Das, was uns im Moment noch verwehrt wird, damit wird Schluss sein. Wir brauchen euch am 26. Geht zur Wahl, bringt uns in die Kommunalparlamente, bringt uns nach Europa, damit ein für alle Mal Schluss ist. Hannes, du brauchst jetzt nicht auf die Uhr zu gucken, ich brauche noch ein bisschen länger. Warum schiebt man uns immer so weit in die rechte Ecke? Weil wir in Wahrheit die bürgerliche Mitte sind. Und weil wir dadurch, weil wir die bürgerliche Mitte sind, natürlich auch wählbar wären. Und deswegen hacken alle auf uns ein. Ich bin selbst im Textileinzelhandel Geschäftsführer seit jetzt fast 30 Jahren. Wir haben Kandidaten dabei, die sind Polizisten, wir haben Kandidaten dabei, die sind Ärztinnen und Ärzte, wir haben Schichtarbeiter, wir haben welche, die sind knapp über 20 und welche sind gut über 70. Da ist alles bei. Das sind viele Leute, oder eigentlich alle, mit einem Berufsabschluss, mit Lebenserfahrung. Und wenn sie irgendwas hassen, dann ist es Lebenserfahrung. Und bei uns ist verdammt nochmal 1 und 1, 2 und nicht 3 oder 1,5. Und das wird auch so bleiben. Und dafür kämpfen wir.
Weil mit uns zieht endlich wieder der gesunde Menschenverstand ins Parlament ein. Und das ist das Wichtigste, was wir am 26. Mai erreichen können. Und deswegen bitte ich euch, der gesunde Menschenverstand muss runter von der Auswechselbank und in voller Mannschaftsstärke zurück aufs Spielfeld. Dieses unser Land hat nicht mehr viel Zeit. Wir brauchen das. Geht los. Hier sitzen ungefähr 200 Leute. Wenn jeder von euch 10 erreicht und die wiederum 5, dann sind wir schon, glaube ich, bei 10.000. Diese Art von Schneeballsystem ist das Einzige, was ich mag. Weil das ist das, was Leute erreicht und das ist auch das, was Leute an die Wahl rumtreibt. Also geht los und stürzt euch mit uns in den Wahlkampf und überzeugt da draußen die Menschen am 26. Mai nicht zu Hause sitzen zu bleiben, sondern den Weg in die Wahlkabinen zu machen und dort das Kreuz bitte an unserer Stelle. Bei den Blauen, bei der Alternative für Deutschland. Und wenn ihr das nicht schafft, dann verrate ich euch eins. Die anderen gehen alle, weil die Angst um ihre Positionen haben. Die CDU-Leute werden gehen. Die in ihren Ämtern sitzen, die in ihren Institutionen sitzen, die haben Angst, ihre warmen Sessel zu verlieren. Deswegen werden die wenigen gehen. Die SPD sitzt meistens irgendwo in der AWO oder gerne auch mal im Arbeitsamt und in solchen Stellen. Auch die haben Angst. Und die Linkinnen und Grüninnen, weil sie ja gerne so genannt werden wollen, machen natürlich das, was sie gerade so können, sitzen in der Flüchtlingsindustrie und teilweise natürlich in solchen sogenannten Demokratieprojekten. Hier in Köthen gibt es auch eins. Ich habe mal nachgeguckt. Sachsen-Anhalt hat das schön verteilt. Besonders auffällig ist, dass da Wahlkreis Anhalt-Bitterfeld 3-mal Demokratieprojekte in Demokratie leben hat. 3. Jedes dieser Projekte wird mit 100.000 Euro jährlich gepampert, gesponsert. Da geht es überhaupt nicht um Demokratie. Weil Demokratie würde ja bedeuten, dass alle beteiligt werden. Diese Leute, die dort sitzen, kümmern sich nur um einen Gegner und das sind wir. Alles andere ist ihnen egal. Die kümmern sich nicht um die NPD. Die kümmern sich um uns, weil wir gefährlich sind. Und weil wir insofern gefährlich sind, dass wir ihre Kreise stören können. Deswegen am 26. Mai wählen gehen. Und da Hannes sicherlich gleich nochmal auf die Uhr guckt, lasse ich mal eins meiner Redeteile weg. Ich bin auch, wie sicher ihr, wenn ihr so ins Facebook guckt oder wenn ihr Nachrichten lest, gibt es Tage, da bin ich auch frustriert. Ich bin frustriert, weil dieser Irrsinn, der hier grassiert in dem Land, immer schrägere Züge annimmt. Und alleine die Absurditäten der letzten 14 Tage könnten einen glatt in den Wahnsinn treiben. Der Spiegel ruft auf, dem Spargel den Kampf anzusagen. Ja, dem Spargel. Weil das ist das Gemüse des alten weißen Mannes. Und ich dachte, das ist Satire, war aber keine. Daniel Defoes Robinson Crusoe. Ihr kennt den, einsamer Mann, gestrandet, Insel. Es ist das Zugpferd des Imperialismus. Weil er sich halt freitags bedient hat. Gestern hat die Magdeburger Polizei zugeben müssen, dass bei der Prügelorgie doch mehr Leute verletzt worden sind. Die haben es versucht zu vertuschen. Und ich gebe dem einzelnen Polizisten da gar keine Schuld dran. Das sind ihre Vorgesetzten, die klar sagen, wenn da ein Goldstück beteiligt war. Dann lasst ihr das bitte weg. Da sind 2 junge Menschen am hellerlichten Tag in einer Straßenbahn so traktiert worden, dass sie wirklich teilweise lebensgefährlich verletzt worden sind. In dem ersten Polizeibericht stand was von Armbruch und Rangelei. Das muss man sich mal vorstellen. Und heute ist es rausgekommen, oder gestern stand in der Volksstimme, war ein relativ langer Artikel, kann man mal lesen, wie so aus einer Ente
und das war es bis dahin, plötzlich eine Geschichte wird, die einen schockiert, was einen betrifft. Das Schlimmste war allerdings für mich auch, dass niemand in dieser Straßenbahn den beiden geholfen hat. Die CDU-CSU, das habe ich euch auch mitgebracht, weil ich es auch selber nicht glauben konnte. Der Spitzenkandidat Manfred Weber, ich war letztens am Wochenende in Bayern, da habe ich dieses Gesicht quasi ständig gesehen. Der traut sich doch wirklich auf sein Wahlplakat folgenden Satz zu schreiben. Wir sind diejenigen, die an den EU-Außengrenzen für Recht und Ordnung sorgen, also Recht und Ordnung schaffen. Halten die uns denn alle für völlig blemblem? Ja. Ist das wirklich das, die Intelligenzquotient, die wir hier brauchen? Ist ja völlig unglaublich. Ja? Hochzeitskorsos sperren quasi im Stundentakt unsere Autobahn. Ich kann es euch noch nicht mehr lesen. Eine spannende Meldung für mich war Finanzminister Scholz von der SPD, die heißen übrigens Sozialdemokraten ausgesprochen, kürzt für 2020 den Bildungsetat um 500 Millionen. Ja, 500 Millionen. Ich frage mich, die heißen Sozialdemokraten, gibt es irgendwas Asozialeres? Gibt es irgendwas Asozialeres, als einmal Bildung zu sparen? Für mich nicht. Was bleibt denn übrig? Die sich leisten können, schicken ihre Kinder an bessere Schulen. Und die hinten runterfallen, haben einfach Pech gehabt. Und das nennt sich Sozialdemokraten. Das ist der Abschaum der Politik in Deutschland. Ich nehme an, zur CO2-Steuer wird der eine oder andere noch was sagen. Aber wer in den letzten drei Monaten das Fridays for Future Mambo von Klein Greta verfolgt hat, das uns quasi 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche beschäftigte, der sieht ja, was jetzt draus wird. Warum haben die das gemacht? Um der Bevölkerung hier ein schlechtes Gewissen einzuimpfen. Ihr seid die Umweltverschmutzer. Ihr macht mit der CO2 das Klima kaputt. Wer sich nur einen Hauch damit beschäftigt, mit CO2, mit Klima, der weiß, dass das ausgemachter Blödsinn ist. Das ist der perfekte Weg, um den größten Steuerraub der Geschichte anzuleiern. Hier geht es locker um 100 Milliarden Euro im Jahr. Und wir können uns dem allen nicht entziehen. Nicht, weil das auf alle Produkte einfach draufgepackt wird. Und es trifft wieder die Kleinen, die unten am Schluss die Zeche zahlen müssen. Und am Schluss, alles trampelt schon rum, ich habe mir letzte Woche eine Frauenzeitschrift gekauft. Warum habe ich das gemacht? Nein, ich weiß, dass ich ein Mann bin. Ich bin es auch meistens und ich bin es eigentlich, glaube ich, auch immer. Und ich fühle mich auch immer so. Ich weiß, vielleicht ist das auch wieder politisch nicht korrekt, aber es ist trotzdem so. Also warum kaufe ich mir eine Ilo oder Frau für 1,20 Euro? Weil der eine oder andere von euch wird es in Facebook gesehen haben. Da war ein Artikel drin. Und was steht zwischen Diäten, Beauty-Tipps und Deko-Ideen? Wie versorge ich eine Stichwunde? Also, du machst mir mein Geld nicht kaputt. Ja? Und da steht unter der Rubrik gesund und fit. Ja? Also, es steht unter der Rubrik gesund und das habe ich mir nicht ausgedacht. Habe ich extra gedacht, ich kaufe mir die Zeitung unbedingt, weil ich will sicher sein, dass das keine Ente ist. Ja? Überlebenstipps in der ILO der Frau. Zwischen wie backe ich eine Erdbeertorte und wie nehme ich 3 Kilo in 7 Tagen ab. Wenn ihr den Text lest, wird es euch immer Angst. Wenn ihr das Bild seht, wird es euch immer Angst. Das ist das, wo wir gerade leben. Da ist kein Aufschrei, das ist kein Entsetzen, das geht einfach so mit durch. Und wenn euch das noch nicht wütend machen sollte, das und das, was ich euch eben gerade erzählt habe, und wenn ihr der Meinung seid, das macht alles doch sowieso keinen Sinn, hier ändert sich ja sowieso nichts, dann fordere ich euch auf, schaut zu Kurz und Strache nach Österreich, schaut nach Ungarn, zu den tapferen um Orban geschockten und schaut auf unseren europäischen Grenzschützer Salvini. Demokratie... Demokratie funktioniert noch in Europa. Wir Deutschen hängen leider ein bisschen hinterher.
Aber mit euch an unserer Seite ist alles möglich am 26.05. Geht los, steht auf, kämpft draußen mit uns bis zur letzten Minute, dass am 26.05. die AfD massiv in die kommunalen Parlamente einzieht und dann werden sich wieder Veränderungen bringen, die uns allen ein Stück weiterhelfen auf dem Weg in eine wahrhafte Demokratie in Deutschland und dass unser Land gerettet wird. Danke euch. Danke, Kai-Uwe Ziegler. Und wen es jetzt interessiert, warum jetzt so ein bisschen Unruhe war stellenweise und wir aus dem Fenster geguckt haben, wir haben heute sogar in Köln unsere eigene kleine Gegendemo. Da draußen stehen 25 Mann, die gegen den deutschen Normalzustand demonstrieren. Also da wollen wir uns einsetzen, um wieder zurückzukommen. Ich sag mal Dankeschön, so viel Aufmerksamkeit haben wir selten in Köln. Und wer kennt sich mit Recht und Gesetz besser aus als unser Rechtsausschussvorsitzender aus dem Bundestag, Herr Brandner, bitteschön. Ja, da gibt es viele. Da gibt es sehr viele, die sich mit Recht und Gesetz besser auskennen. Aber so ein bisschen kann ich auch. Ich wollte das aber nicht zum Schwerpunkt machen. Also zunächst freue ich mich mal, nach Köthen eingeladen worden zu sein. Ich bin das erste Mal bewusst in Köthen. Ich habe gesagt, da war ich noch nie. Aber als ich den Bahnhofsvorplatz gesehen habe, habe ich festgestellt, doch, ich war schon mal vor dem Bahnhof. Als ich mal umgestiegen bin und 10 Minuten Zeit hatte, bin ich mal raus und wieder rein. Aber bewusst jetzt zum ersten Mal Köthen gesehen und es ist wirklich eine tolle Stadt. Also würde ich auch gerne wohnen, muss ich Ihnen sagen. Ich komme aus Gera, da ist mir nicht ganz verwöhnt, sag ich mal, was die Altbausubstanz angeht. Schöne Stadt, gerne hier, ich komme auch gerne wieder. Daniel. Was stellt man an den Anfang einer Rede? Zunächst mal begrüßt man die Leute, das hat Daniel fast umfassend getan. Eine wichtige Personengruppe fehlte natürlich. Die Mitarbeiter des Bundesverfassungsschutzes, meine Damen und Herren, begrüße ich herzlich natürlich, die hier im Saal sind. Und ich kenne jeder seinen Nachbarn. Schreiben Sie fleißig mit, Sie können hier noch was lernen bei uns. So, jetzt habe ich das Problem natürlich, als Sandwich-Redner hat man es schon schwierig, ne? Also wenn einer einleitet und dann warten alle auf den Hauptact, ja? Und dann ist man so dazwischen als Sandwich-Redner. Jetzt bin ich der zweite Sandwich-Redner, also dieses Sandwich hat zwei Belage offenbar oder... sagt man, was viel ist schon gesagt, viel soll noch gesagt werden, was erzählt man dann da und wie macht man das mit der Redezeit? Er hat schon beim Begrüßen böse geguckt, der Hannes. Also ich habe mich schon hier, ich habe schon den Druck, habe ich schon gespürt. Wer muss denn noch überzeugt werden von der AfD? Da können wir es ja kurz machen, oder? Da brauchen wir keine großen Reden, keine großen Schwingen. Daran merkt man auch, man ist in einem schlauen, weil blauen Bundesland. Da muss man nicht mehr viele Leute überzeugen. Da reicht es vielleicht so ein bisschen, die Historie sich nochmal anzugucken, wirklich in ein paar Minuten. Und dann sieht man, wo wir als AfD stehen. Ich erzähle jetzt mal zwei kurze Geschichten von zwei Parteien. Sie haben auf der einen Seite haben Sie die Partei, eine Partei, die besteht, die hat sich rekrutiert aus Staatsverweigerern, die hat sich rekrutiert aus Deutschland, Hassan, die hat sich rekrutiert, naja, heute würde man sagen, aus Reichsbürgern. Nichts anderes ist das ja, wenn ich den Staat als solchen ablehne. Eine Partei, sage ich mal, die sich zusammensetzt aus sozial Gescheiterten, gesellschaftlich Gescheiterten, meist beruflich Gescheiterten. Der eine oder andere draußen, ich mache mir das natürlich nicht zu eigen, aber der eine oder andere draußen sagt, die Mitglieder, die Funktionäre der Partei erkennt man an den 3 Ks, Koksnasen, Kinderschänder und Klimahysteriker. Diese Partei ist auf der einen Seite, das ist eine Partei der Angst. Eine Partei der Angst. Eine Partei, die Angst instrumentalisiert, solange es diese Partei gibt. Und es weiß Gott nicht abschließend, was ich jetzt sage, aber welche Angstwellen wurden von dieser Partei, natürlich medial befeuert, zwischenzeitlich durchs Land getrieben. Wir fangen an mit der Angst vor dem Atomkrieg. Ja? Mitte der 80er Jahre. Dann folgte die Angst vor der Atomenergie. Dann folgte die Angst vor dem Ozonloch. Wir haben die Angst vor dem Waldsterben. Wir haben die Angst vor der Klimakatastrophe, vor Insektensterben, wir haben die Angst vor Bienensterben, vor Feinstaub natürlich, die Angst dürfen wir nicht vergessen. Wir haben die Angst vor dem Diesel, wir haben die Angst vor Hühnereiern, die ja möglicherweise gelegentlich mal zu hart gekocht sind. Wir haben die Angst vor Gammelfleisch, wir haben die Angst vor Rentenkrise und wir haben die Angst vor Wohnungsnot. Also eine Angstwelle nach der anderen wird durchs Land getrieben, wenn eine Sau, ich sag das mal so buschikos, wenn eine Angstsau geschlachtet ist, wird die nächste Angstsau durchs Dorf getrieben. Was zeichnet diese Partei noch aus? Es ist eine Partei der Spaltung. Eine Partei, die spaltet die Gesellschaft. Die schürt Ressentiments gegen gesellschaftliche Personen,
Gruppen, sie hetzt gegeneinander auf. Mieter gegen Vermieter, sie hetzt auf Produzenten, Hühnereier, Produzenten gegen Verbraucher, sie hetzt auf alt gegen jung, Rentenproblem, sie hetzt auf Schüler gegen Lehrer, Fridays for Future wurde angesprochen. In den Ferien eher Fridays on Furniture, habe ich den Eindruck, was da draußen stattfindet, aber sei es drum, also die Partei hetzt auf Schüler gegen Lehrer, sie hetzt auf Deutsche gegen den Rest der Welt, Klammer auf, wir Deutsche machen alles besser, Umweltschutz in der Demokratie und so, ihr anderen könnt nichts, von uns müsst ihr lernen, da wird aufgehetzt. Sie hetzt auf Fußgänger gegen Fahrradfahrer und Fahrradfahrer gegen Autofahrer und Autofahrer wiederum gegen Fußgänger, sie hetzt auf Arm gegen Reich, sie hetzt auf Vernünftige gegen Unvernünftige und sie hetzt natürlich auf Frauen gegen Männer. Jetzt kann man natürlich das eine Viertelstunde fast mit füllen und die anderen Geschlechter, die es da alles noch gibt. Das ist ja nicht so einfach, ne? Es gibt ja diese drei und dann sagen manche, ja, bei Facebook oder wo oder diese sozialen Medien sind wir irgendwo bei 60. Das Ganze abschließend beantwortet, wie viele Geschlechter gibt es eigentlich, hat mal bei mir im Bundestagswahlkampf hatte ich so eine Debatte, so eine Diskussion mit einem Vertreter der Schwulen und Lesben aus Thüringen, den ich dann auch gefragt habe, hören Sie mal, also er wirkte männlich, hören Sie mal, wie viele Geschlechter gibt es denn so? Und dann sagte Herr Brandner, wissen Sie, es gibt so viele Geschlechter, wie es Menschen gibt. Da sind wir jetzt irgendwo, ich weiß nicht, so bei 8,5 Milliarden. Da sage ich also, meine Damen und Herren, da ist jede Quote auch überfordert dann irgendwann. Ne? Wenn ich da wirklich Rücksicht drauf nehmen muss, das gibt eine ganz, ganz schön lange Wahllisten, die man dann hier in Deutschland aufstellen muss. So, also eine Partei, die Angst schürt, eine Partei, die spaltet. Wo ist diese Partei? Diese Partei steht in den Umfragen etwa bei 15 plus x, wenn man den Umfragen glauben will, Prozent. Das sieht ja meistens dann ganz anders aus, wenn ausgezählt wurde, aber in Umfragen jedenfalls, glauben wir mal, die steht bei 15%. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass eine solche Versagerpartei doch so relativ gut ankommt? Ja? Die wird halt unterstützt, medial flankiert durch Hunderttausende von Leuten, durch Milliarden von Euro, 8,5 Milliarden Euro im Staatsfunk jedes Jahr, Zehntausende Mitarbeiter im Staatsfunk. Sie haben die Einheitspresse, die in einer Handvoll Eigentümern gehört, die Presse in Deutschland, mehr ist da nicht. Sie haben die Kirchen, sie haben die Gewerkschaften, sie haben andere Vereinigungen, sie haben Vereine, die gegründet werden im Krampf gegen rechts, wie ich das immer so schön sage. Also medial flankiert, medial gepusht und die ganze Partei, die eigentlich nur Angst schürt und spaltet, steht bei 15%. Politische Stiftungen natürlich nicht zu vergessen, die auch mit 600 Millionen Euro im Jahr alimentiert werden, die diese Partei unterstützen. Dann haben Sie eine zweite Partei, eine Partei der Demokraten, eine Partei der Deutschland-Bejaher. Sie haben eine Partei, in der durchweg erfolgreiche Menschen tätig sind, sowohl im Berufsleben als auch im Familienleben. Eine Partei, die sich darum kümmert, die deshalb gegründet wurde, um den Rechtsstaat wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen. Eurokrise, das war ja der Anfang dieser Partei. Sie haben also eine Partei, die für Demokratie eintritt. Und Sie haben eine Partei, die im Gegensatz zur ersten Partei, die bisher politisch immer falsch lag, haben Sie eine Partei, die bisher politisch immer richtig lag. Das ist auch nicht abschließend. Die Kritik am Euro, das Wissen, dass der Euro nicht gut enden wird, dass der Euro uns alle in die Ruin reißen wird, Nullzinspolitik, Sie alle werden jeden Tag schleichend enteignet. Das ist eine Partei, die sagt, mit dem erneuerbaren Energiengesetz, das kann nicht funktionieren. Wir können nicht als Mittelmacht, als wirtschaftlich noch starke Macht mitten in Europa unsere Produktion vom Wetter abhängig machen und sagen, wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint, dann können wir auch nicht mehr produzieren. Dann setzen wir uns in unsere Höhle und machen eine Kerze an, wenn das mit dem Feinstaub da hinhaut. Oder wir setzen uns auch nur in die Höhle und halten die Luft an. Aber eine Partei, die sagt, so kann das nicht funktionieren mit dem erneuerbaren Energiegesetz. Eine Partei, der Andreas Mosek hat es angesprochen, die sagt, Schule muss wieder Schule sein. Das ist kein Kuschelkurs über 10, 13 Jahre, sondern Schule muss Schule sein. Wir brauchen eine vernünftige Grundausbildung, lesen, schreiben, rechnen. Und wenn das alles sitzt, kann man sich auf irgendwelches Gedöns einstellen und auch Experimente machen. Aber die Grundausbildung muss stimmen, so wie es Jahrzehnte, also Jahrhunderte fast in Deutschland gang und gäbe war, dass Menschen, die von der Schule kamen, die waren fit fürs Leben und mussten nicht nach der Schule erstmal aufs Leben vorbereitet werden. Ja? Und diese Partei, über die ich rede, die sagt, so muss es wieder sein, so wie es war. Eine Partei, die von Anfang an gesagt hat,
das mit der Flüchtlingswelle, das kann so nicht sein. Wir müssen unsere Grenzen sichern. Eine Partei sagt, wenn die schon mal da sind, dann aber auch wieder schnell abschieben, wenn festgestellt wurde, dass sie nichts zu suchen haben. Eine Partei, die die Bundeswehrpolitik natürlich aufgegriffen hat, nicht schießt, nicht fliegt, nicht fährt, nicht schwimmt. Ausnahme U-Boote, die können zwar schwimmen, aber nicht tauchen. Aber wir hatten das Thema von Andrea Mosek. Eine Partei, die die wichtigen Themen anspricht. Eine Partei, die sagt, wir brauchen mehr direkte Demokratie. Und eine Partei vor allem, die dann auch das umsetzt, wenn sie mal was zu sagen hat, dass eben mehr Demokratie bei uns gang und gäbe sein sollte und nicht nur dann gefordert werden soll, wenn man in der Opposition ist, und wenn man dann in der Regierung ist, lässt man es sein. Meine Damen und Herren, auch diese Partei steht bei etwa 15%. Jetzt müssen wir sagen, ist doch komisch. Auf der einen Seite haben wir eine Partei der Angst, eine Partei der Spaltung, eine Partei, die politisch immer falsch lag, 15%. Auf der anderen Seite die Partei der guten Leute, der bürgerlichen Leute, der vernünftigen Ideen, die politisch immer richtig lag. Wie können die mit 15% abgespeist werden? Ich sag's Ihnen. Genau das Phänomen, was bei der ersten Partei eine Rolle spielt. 8,5 Milliarden Euro im Staatsfunk, die Einheitspresse auf der anderen Seite. Sie haben die Medien in Gesamtheit, Sie haben die Gewerkschaften, die Kirchen, die politischen Stiftungen. Die kämpfen alle bis auf Messer gegen diese Partei, die immer recht hat. Mit dem Erfolg, dass sie bei 15% steht. Immerhin, sage ich dazu. Und jetzt machen wir ein kurzes Wünsch dir was. Sie wünschen sich, der Brandner ist gleich fertig und der Morgen kommt gleich hier vorne ans Rednerpult. Der Wunsch wird in wenigen Augenblicken in Erfüllung gehen, ganz ruhig bleiben. Aber wir überlegen uns jetzt mal ganz kurz, was würde wohl passieren mit der zweiten Partei? Was würde mit der zweiten Partei passieren, wenn mit ihr fair umgegangen würde? Nicht, wenn sie gehätschelt getätschelt würde, wenn einfach das, was schlecht ist in der zweiten Partei, da gibt es ja auch genug, wenn das berichtet würde, wenn aber auch das berichtet würde, wo die zweite Partei recht hat und wo die zweite Partei richtige Ansätze setzt. Da sage ich Ihnen, die zweite Partei würde nicht bei 15% stehen, die zweite Partei würde bei 30% stehen. Das steht für mich außer Frage. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und überlegen uns mal, wenn jetzt diese Medienmacht, die Kartellparteien, die Kirchen, die Gewerkschaften, die politischen Stiftungen so mit der zweiten Partei umgehen würden, wie sie mit der ersten Partei umgehen, dann würde die zweite Partei nicht bei 30% stehen, dann würde die zweite Partei bei 60% stehen, meine Damen und Herren. Und das, und jetzt komme ich zum Ende, Sie können schon anfangen zu klatschen, das muss unser Ziel sein, dass wir nicht gucken, ob wir auf 15%, 16%, 17% irgendwo hinkommen, sondern dass wir bei 30%, 40%, 45%, 50% landen. Und das werden wir schaffen, das wird ein langer Weg sein, aber der Marsch durch die Institutionen des linken Gesocks hat auch 2 Generationen gedauert. So viel Zeit haben wir nicht, aber wir müssen langen Atem haben. Wir fangen heute hiermit an, machen wir heute einen kleinen Schritt Richtung 60%. Ich habe auch einen winzig kleinen Schritt hoffentlich dazu beigetragen. Und jetzt kommt ein weiterer großer Schritt mit Herrn von Meuthen, habe ich letztes Mal gesagt, als ich angekündigt habe. Ja, heute lasse ich das von mal weg. Erinnern Sie sich, in Suhl. Ich freue mich jetzt auf Herrn Meuthen und auf die freundlichen Blicke von Hannes, der sagt, Mensch, der Brandner hat das mit der Zeit wieder richtig rausgeholt. Vielen Dank und schönen Nachmittag noch. Wunderbar. Danke, Herr Brandner, das war schön. Eine gute Rede und ich muss ehrlich sagen, ich selber bin ein bisschen frustriert, weil wir machen ja auch immer regelmäßig unseren Stammtisch hier in Köthen, zu dem ich Sie natürlich immer gerne einlade. Allerdings, das Niveau kann ich jetzt nicht mehr toppen. Ne? Das ist jetzt so hochgelegt, die Latte, aber kommt trotzdem zu uns. Wir sind immer für euch da und nehmen dort eure Sorgen, Probleme, Nöte auf. Ja, Sorgen, Nöte, Probleme haben wir jetzt weniger. Jetzt kommt Herr Meuthen endlich dran. Wir haben den ganzen Tag gewartet. Bitte schön. Völlig überwältigend. Also ich hätte jetzt gerne ein bisschen zugehört. Weil was ich rede, weiß ich und da kann ich nichts lernen. Ich höre immer gerne bei anderen zu, weil man da wirklich was lernen kann. Zum Beispiel das eine oder andere über den Osten. Da meine ich immer noch, weil ich wäre nun durch und durch gelernter Wessi. Da kann ich eine Menge lernen. Ich habe hier aber auch schon eine Menge gelernt, weil ich ja viel da bin. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, hochverehrte Andersgeschlechtliche, vergesse ich nie. Wir wissen, das sind irgendwann zwischen 60 und 8,5 Milliarden mit den Andersgeschlechtlichen. Wir brauchen übrigens Quoten nicht zu fürchten. Also wenn da Frauenquoten eingeführt werden, da Geschlecht ein soziales Konstrukt ist, wenn man mich als Mann nicht mehr will, dann sage ich, heute bin ich meine Frau, kann mir keiner von Ihnen widerlegen. Ja. Weil es ist nicht vom primären Geschlechtsmerkmal abhängig und insofern alles gut.
Die widerlegen sich selbst. Ja, werte Medienvertreter, ich habe schon gesehen, sind welche da. Das heißt, ich muss mich halbwegs anständig benehmen. Liebe Prüffälle und Verdachtsfälle im Raum. Gegebenenfalls, das weiß man nie so genau, verehrte anwesende V-Leute. Die outen sich immer nicht. Sie haben das längst gemerkt, der EU-Wahlkampf, über den ich heute sprechen werde, hat begonnen und ich gebe zu, der macht mir Spaß. Ich mach das richtig gern. Für mich ist das auch übrigens eine Willkommen, fast wie Urlaub, weil normalerweise turne ich da in Brüssel und Straßburg rum und das ist schon ein spezielles Paralleluniversum, über das ich auch ein bisschen berichten werde, und es tut ziemlich gut, mal da draußen zu sein. Und ein paar Wochen hat das Parlament jetzt zu, bis dann am 2. Juli die Neueröffnung stattfinden wird. Und diese Zeit genieße ich durchaus, auch mal nicht da zu sein. Ganz, ganz viel Bürgerkontakt, das alles macht Spaß. Insbesondere der Auseinandersetzung mit unseren zahlreichen politischen Gegnern sehe ich immer mit großer Freude entgegen. Ich habe ganz viel Podiumsdiskussionen, solche Geschichten. Das ist interessant, weil die reden allesamt ziemlich viel Unsinn, verbreiten gerne Stereotype und Vorurteile über uns, namentlich in der Europapolitik ganz besonders gerne, sehr oft auch richtige Fake News. Und mir ist das dann eine ziemliche Lust, die zu widerlegen, besonders dann, wenn es zur direkten Begegnung kommt. Das sind immer spannende Begegnungen, da gibt es ständig neue Anekdoten zum Recht. Ich war jetzt Montag zum zweiten Mal in kurzer Zeit in Frankfurt, diesmal an einer privaten Hochschule, einer Privatuni, sehr, sehr gut geführt, eine Finanzhochschule, und da richte sich jetzt in der Podiumsdiskussion, es waren Vertreter aller Parteien zugegen, die CDU-Abgeordnete darüber auf, dass da so unglaublich viel Polizei sei. Da waren 30, 40 Busse und relativ martialisch abgesichert. Und die zeigte auf mich und sagte, und das alles wegen Ihnen, sowas hat es früher nicht gebraucht. Und dann habe ich, jetzt saß da der Herr Nuripur von Grün und der Bullmann von der SPD, und dann habe ich zu den beiden rüber gezeigt, ich habe gesagt, die Polizei da draußen, die brauchen wir genau wegen den beiden, weil die brocken uns das ein. Die sorgen dafür, dass die Antifa mich bedroht. Die sorgen dafür, dass die interventionistische Linke gewalttätig sich durchsetzt. Das sind genau die direkten Auseinandersetzungen, die bringen schon eine Menge. Und es ist tatsächlich dann auch so, im direkten Gespräch mit Bürgern, dann merken die mal, dass die ganzen Behauptungen, wir seien rechte Dumpfbacken, wie Herr Weber uns nennt, so, dass das nicht ganz aufgeht, diese Rechnung. Aber eins nach dem anderen. Lassen Sie mich vielleicht mal damit beginnen. Angesichts des unübersehbaren und anhaltenden Chaos im britischen Unterhaus in Sachen Brexit, der seit Monaten die öffentliche Diskussion massiv beschäftigt, gehen unsere Gegner hin und zeigen uns, wenn ihr das in Deutschland haben wollt, dann müsst ihr die AfD wählen, das ist die Dexit-Partei. Analog zum Brexit. Ich stelle dazu mal zwei Dinge fest. Erstens mal, nicht die Briten sind Chaoten, wie da gesagt wird, sondern das britische Volk hat eine Entscheidung getroffen. Die Chaoten sitzen im Unterhaus. Das sind die Politiker, die da haben, und das ist eine relativ kleine Gruppierung. Die machen in der Tat ziemlich Chaotisches, allen voran Theresa May, keine Frage. Aber ich beziehe es sogleich wieder auf Deutschland. Es wird also gesagt, wir seien die Dexit-Partei. Ich höre das rauf und runter. Auch von Journalisten höre ich das häufig. Ihr seid doch für ein Dexit. Wollt ihr das gleiche Chaos wie in Großbritannien? Das kein Chaos sein müsste, aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. So exemplarisch Manfred Weber, Spitzenkandidat der EVP und damit der CDU-CSU im Europawahlkampf, der uns als genau das bezeichnet. Der geht durchs ganze Land und sagt, wir sind die Dexit-Partei. Wir sind die Anti-Europäer. Wir wollen raus aus Europa. Damit setzt er zunächst einmal Europa und die Europäische Union gleich, was völliger Unfug ist. Niemand will raus aus Europa, der halbwegs bei Sinn ist. Dies hier ist der schönste Kontinent, den ich kenne. Und ich habe die meisten gesehen und sage, etwas so Schönes, Vielfältiges, kulturell Hochstehendes, wie wir hier haben, da will ich nicht raus, das will ich bewahren. Also nochmal einen Unterschied. Und wenn der Weber dann sagt, wir wollten raus aus dem, also aus Europa sowieso nicht, was schon Unfug ist, sondern aus der Europäischen Union, ja, dann frage ich mich, ob Weber und die, die es ihm gleich tun, das sind ziemlich viele, eigentlich eine Leseschwäche haben. Also Redeschwäche hat der Kerl sowieso. Aber ob eine Leseschwäche hinzukommt oder ob sie schlicht nicht zu lesen bereit sind, was wir fordern in unserem Wahlprogramm. Wenn die darin nämlich lesen würden, dann könnten die da lesen und zur Kenntnis nehmen, dass wir mitnichten einen Dexit fordern,
sondern dass unsere primäre Zielsetzung eine Reformierung der Europäischen Union an Haupt und Gliedern ist. Und das aus guten Gründen. Das ist unser. Und dann sagen wir darin auch, und wenn sich das als sinnlos erweisen sollte, weil das Establishment immer weiter geht Richtung Vereinigte Staaten von Europa, die wir nicht wollen, komme ich gleich darauf zu sprechen, dann als letzte aller Möglichkeiten, als Ultima Ratio würden wir einen Dexit in Betracht ziehen. Der kommt aber wirklich erst dann, wenn das sowieso so weit gekommen ist, dass etliche Staaten austreten werden. Und dann wäre das auch nicht mehr maßgeblich. Also nur für diesen Fall würden wir das in Betracht ziehen. Sollte man meinen, das ist ganz einfach zu verstehen. Also versteht jeder und ist in wenigen Sekunden erklärt. Aber für Manfred Weber, für Katharina Barley, für Ska Keller und andere ist bereits so etwas offensichtlich deutlich überkomplex. Und dann schwadronieren die lieber von uns als Dexit-Partei. Faktenbefreit, wie ihre ganze Europapolitik nun mal ist. Weber und Co., mit Verlaub, diese devoten Hofschranzen, der uns Bürger der EU permanent maßregelnden, in unseren Freiheiten einschränkenden und uns umerziehen wollenden Europäischen Kommission. Nichts als Hofschranzen sind sie. Dieser Manfred Weber, um das klar zu sagen, der ist wichtig, weil der ist der Spitzenkandidat der größten Fraktion und der möchte Kommissionspräsident werden. Darum verweile ich bei dem Mann im Moment. Denn womöglich kommt jemand von Ihnen auf die, aus meiner Sicht, völlig absurde Idee, die CDU-CSU zu wählen bei der Europawahl. Und ich will ihn dringend davon abraten. Und dazu muss man sich diesen Manfred Weber angucken, das ist ungemein hilfreich. Der hat nämlich genau ein Ziel. Und das besteht keineswegs darin, wie es seine Aufgabe wäre, einen Dienst an den Bürgern seines Landes zu leisten. Das liegt ihm sowieso nicht sonderlich am Herzen, denn er wies unlängst selbst darauf hin, dass er sich zuerst als Europäer sähe und erst dann als Deutscher und Bayer. Weber ist, und achten Sie bitte darauf, sich für gar nichts zu schade. Der hat ein zentrales Ziel und das heißt, ich möchte EU-Kommissionspräsident werden, ich möchte der Nachfolger von Jean-Claude Juncker werden. Und dafür setzt er gerne auch mal die Energieversorgungssicherheit unseres Landes aufs Spiel. Indem er kundtut, mit allen Mitteln das Nord Stream 2 Projekt verhindern zu wollen. Er sagt, wenn ich EU-Kommissionspräsident werde, und nicht zuletzt auch deshalb, möge Gott das verhindern und wir Wähler, dann werde ich dafür sorgen, dass Nord Stream 2 nicht zustande kommt. Nord Stream 2 kennen Sie, denke ich, ganz überwiegend, das ist die Erdgaspipeline, vom russischen Territorium durch die Ostsee, ohne Durchleitungsgebühren übrigens, deswegen auch günstig, relativ weitgehend schon realisiert, genau hierhin. Und da wir nun, die Vorredner haben schon darauf hingewiesen, es mit einer völlig verkorksten Energiewende zu tun haben, wir in Zeiten von Dunkelflauten, von zu wenig Wind- und Sonnenenergie sowieso auf Importe aus anderen Ländern angewiesen sind, da ist Atomstrom dann wahrscheinlich völlig unschädlich, wenn er aus Frankreich und Belgien kommt oder Tschechien. Das ist völlig absurd, was die machen. Ist extrem wichtig, dass wir auf Jahrzehnte hinaus eine sichere, kostengünstige Energieversorgung haben, die es uns ermöglicht, im Laufe dieses Jahrhunderts mit Vernunft und klarem Verstand und auf Daten und Fakten basierend die Energieversorgung langsam und vernünftig umzustellen. Dafür ist diese Pipeline extrem wichtig, weil sie uns auf eine lange Sicht einen sehr großen Teil unserer Energieversorgung sicherstellen kann. Ein hochvernünftiges Projekt. Erkennen übrigens weite Teile der CDU-CSU. Zum Beispiel hat der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Deutschen Bundestag gesagt, denn er weiß nicht, was er tut. Zu Manfred Weber. Weil er ist völlig unvernünftig und wir müssen das unbedingt machen. Selbst Merkel steht hinter dem Projekt, aber Weber möchte das verhindern. Und ich erkläre Ihnen, warum er das verhindern möchte. Der hat das zum Beispiel sehr lautstark kundgetan in der Polska Times. Und das liegt daran, dass die Polen zum einen traditionell die Russen nicht übermäßig mögen und dass sie zum anderen, wie andere Staaten Osteuropas auch, an den Durchleitungsrechten, die sie derzeit haben, natürlich Geld verdienen. Und das wollen die gerne weiter. Darum sind das keine Freunde von Nord Stream 2 und aus einer polnischen Perspektive etwa oder einer ukrainischen kann man das durchaus verstehen. Aber wir müssen sehen, dass wir langfristig eine vernünftige und sichere Versorgung haben. Dafür ist diese Erdgaspipeline hochgradig effizient, sinnvoll. Sie macht auch ökologisch sehr viel Sinn. Wenn man das mal glaubensbefreit und unhysterisch betrachtet, ist das ein grandioses Projekt. Weber aber möchte sich die Stimmen der Polen und der baltischen Staaten und einiger anderer sichern. Und darum sagt er, mit mir wird es Nord Stream 2 nicht geben, wehre ich mich. Ja? Und das funktioniert relativ gut. Das macht er.
Und damit zeigt ja sehr, sehr deutlich, Webers Politik dient weder dem Interesse Deutschlands noch dem Interesse Europas im Ganzen. Sie dient einzig und allein seinem eigenen Interesse und in aller Deutlichkeit, wer Machtstreben vor Versorgungssicherheit stellt, der kann aus unserer Sicht nicht Präsident der Europäischen Kommission werden, um das ganz klar zu sagen. So, lassen Sie mich einen Moment bei dieser Position verweilen. EU-Kommissionspräsident, das scheint eher so eine Art Negativauslese zu sein, die für diesen Posten qualifiziert. Denken Sie nur an Jean-Claude Juncker, dessen Politik Weber übrigens immer völlig unkritisch unterstützt hat, sei es bei der immer weiteren Vergemeinschaftung der Politik in der EU und der Fortsetzung der ständigen weiteren Entmachtung der Nationalstaaten. Und um etwas genauer zu beleuchten, es ist mir wirklich wichtig, das den Menschen auch klar zu machen. Ich tourne da in Brüssel rum, noch alleine. Spaßige Geschichte, wenn die deutsche Landesgruppe tagt, geht es immer sehr harmonisch zu. Wir haben auch Einstimmigkeit und es gibt keinen Fraktions- oder Landesgruppenstreit, weil ich bin da ganz bei mir und ich verstehe mich mit mir ziemlich gut. Das ist angenehm. Wird sich aber bald ändern, nicht, dass es Streit gibt, sondern dann können wir da endlich mehr machen, weil wir mehr Leute sein werden. Ich will Ihnen das ein bisschen beleuchten, was da in meinem kleinen Vortrag, was sich da so alles zuträgt und was die machen. Und dazu ist es manchmal auch gut, Zitate auszupacken. Jean-Claude Juncker zum Beispiel, noch Präsident der Kommission, sagte einmal in einem sehr seltenen Anflug nüchterner, Moment, das hat sich gar nicht fertig, nüchterner und schamloser Ehrlichkeit folgendes. Ich zitiere, wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Zitat Ende. Und jetzt denken Sie mal darüber nach, wie viel Sie Tag für Tag von dem mitbekommen, was da in Brüssel und Straßburg sich zuträgt. Und wenn Sie ehrlich sind, wird für die meisten von Ihnen gelten, ziemlich wenig, vielleicht nichts. Und deswegen können die das machen. Und das wollen wir ändern. Genau so, liebe Freunde, funktioniert nämlich die ganze Politik der heutigen EU hin zu dem kaum je offen eingeräumten Endziel der Auflösung der Nationen, auch unserer, und der Schaffung der Vereinigten Staaten von Europa als Ersatz der bisherigen Nationalstaaten. Das ist das, was die wollen. Und ich muss Ihnen sagen, mich erinnert dieses Zitat Junkers, wie auch das Vorgehen dahinter, ein wenig an den ehemaligen, das Ihnen vertraute als mir, an den ehemaligen Staatsratsvorsitzenden der DDR, Walter Ulbricht, der hat mal gesagt, es muss alles demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben. Ja? Das ist ganz ähnlich zu dem, was der Juncker da sagt. Kurzum, da ist so einiges an Demokratiesimulation mehr oder minder hübsch verkackt, auch im Europäischen Parlament selbst, wo ich arbeite, dazu gleich noch ein paar Worte. Etwas weniger bekannt, und auf den möchte ich Sie besonders aufmerksam machen, als Juncker, ist Franz Timmermans, der für die europäischen Spezialdemokraten, also Sozialdemokraten, als Spitzenkandidat ins Rennen geht. Dieser Timmermans sagt völlig offen, immerhin das, wohin die Reise geht, der fordert ganz unverblümt die Vereinigten Staaten von Europa. Und Vereinigte Staaten von Europa heißt Auflösung von Nationalstaaten. Dann will es die Bundesrepublik Deutschland als solche nicht mehr geben. Sie ist dann eine Untergliederung, wie etwa das Land Sachsen-Anhalt, das heute in der Bundesrepublik Deutschland ist. Die heutigen Konservativen, die ihre eigenen Traditionen wertschätzen und eine friedliche Zukunft für ihre eigenen Gemeinschaften wollen, also Menschen wie Sie und ich, berufen sich laut Timmermans auf eine, ich zitiere, Vergangenheit, die nie existiert hat. Und können deshalb nicht die Zukunft diktieren. Und eine europäische Kultur und ein europäisches Erbe sind für Timmermans nichts als, ich zitiere nochmal, soziale Konstrukte. Leute wie Timmermans fordern komplett offene Grenzen und eine totale Auflösung der Nationalstaaten zugunsten einer globalen Multikulturalität. Denn zu verteidigen gibt es in der kruden Weltsicht solcher Menschen wie Timmermans weder eine europäische Kultur, haben wir ja gerade gehört, noch ein kulturelles Erbe. Und wenn das nicht zu verteidigen ist, dann kann man das auch auflösen. Für Timmermans sind monokulturelle Staaten, wie er in einer Rede während des Grundrechte-Kolloquiums der EU einmal sagte, zugunsten der Durchsetzung der multikulturellen Vielfalt aller Staaten der Welt, ich zitiere, auszuradieren. Nicht mehr und nicht weniger als das. Und stellen Sie sich für einen Moment mal vor, wir würden uns einen solchen Sprachduktus
Traum. Und ich würde sagen, ich möchte, sagen wir mal, diese ganze Multikulti-Fantasten, die möchte ich ausradieren. Was dann hier los wäre. Liebe Pressevertreter, nein, das habe ich nicht gesagt. Das würde ich auch nie sagen, sowas ginge nicht über meine Lippen. Ich finde es beschämend, wenn man sich eines solchen Sprachduktus befleißigt. Ich frage mich wirklich, was los wäre, wenn das ein AfDler täte. Allein ein EU-Zentralist und reiner Sozialist, der darf das. Und ich sage das klar, das ist die Sprache der Unmenschlichkeit der sozialistischen Ideologie, die sich da erneut Bahn bricht. Machen Sie sich bitte bewusst, was das heißen wird für Sie, aber mehr noch für Ihre Kinder und Ihre Enkel. Das ist harter Stoff und ich sage Ihnen, das ist kein Spaß. Überlegen Sie sich genau und beobachten Sie, wohin die Reise geht. Es sind die heutigen sogenannten Eliten in Brüssel, die uns weitgehend unbemerkt und gegen unseren Willen auf diese Reise schicken. Der Timmermans, seien Sie versichert, der ist da nicht allein in Brüssel, ganz im Gegenteil. Er hat neben der Kommission weite Teile des Parlaments hinter sich, die Kommission sowieso komplett hinter sich. Die Kommunisten und Sozialisten, die Sozialdemokraten und die vorgeblich Grünen, ja selbst die vorgeblich Liberalen und die sich nur scheinbar all dem widersetzenden Christdemokraten, die stehen alle dahinter. Und wenn Sie demnächst, ich glaube es ist am 7. Mai oder sowas darum, eine Fernsehdiskussion sehen, in ARD ausgestrahlt zwischen Timmermans auf der einen Seite und Weber auf der anderen Seite, nehmen Sie es nicht ernst. Es ist ein Scheingefecht. Die sitzen anschließend beim gleichen Wein zusammen und freuen sich ihres Lebens. Das alles ist die Simulation eines Konfliktes, den die da gar nicht haben. Die einzigen, die da wieder den Stachel löcken, das sind wir. Die simulieren eben da unterschiedliche Verständnisse der Europäischen Union. Es ist eben eine Simulation. Liebe Freunde, um daran nicht den geringsten Zweifel zu lassen, und da werde ich da mal kräftig im sprachlichen Duktus, Leute wie Juncker und schlimmer noch Timmermans und wie sie alle heißen, die wollen wir aus ihren Positionen vertreiben, denn die haben da nichts, aber auch gar nichts verloren. So ist das. Deren ganze weltfremde Multikulti-Agenda, ihren ganzen Verrat an dem, was Europa eigentlich ausmacht, dessen kulturelles Erbe sie nicht einmal zu erkennen vermögen, die sollen sie meinetwegen alle in ihren linksradikalen Zirkeln nächtelang durchphilosophieren. Ist mir egal. Und welche Substanzen die dabei nehmen, ist mir auch egal. Aber sie sollen uns freie Bürger Deutschlands und Europas mit ihren ideologischen Hirngespinsten in Ruhe lassen. An kranken Ideologien mit Millionen Toten hatten wir im 20. Jahrhundert, weiß Gott, schon mehr als genug. Das braucht keine Neuauflage unter anderer, nun also bunter statt roter oder brauner Flagge im 21. Jahrhundert. Das brauchen wir nicht mehr. Die Zeit der wilden Ideologien ist vorbei. Und dafür kämpfen wir bei der Europawahl. Das ist der zentrale Input, den wir haben. Und in Deutschland, unserer Heimat, tun das nur wir. Gucken Sie hin. Denn wenn man sich mit diesem ganzen schrecklichen Establishment, nur vermeintlich gute Europäer, permanent gemein macht, wie das ein Manfred Weber tut, dann macht man sich mitschuldig an diesem fatalen Geschehen, das da stattfindet. Und das ist nicht unser Weg. Unser Weg ist ein ganz anderer. Wenn dieser Manfred Weber dann, jetzt wird's lustig, wie er es kürzlich getan hat, in einem öffentlichen Interview kundtut, dass er mit uns von der AfD jegliche Zusammenarbeit ausschließt, dann frage ich mich schon, wie kommt dieser Mann eigentlich auf die absurde Idee, dass eine Zusammenarbeit mit ihm auch nur ansatzweise in Erwägung ziehen würde? Niemand! Niemand! Ganz sicher nicht der Weber, nicht mehr jünger. Wir wollen mit den Totengräbern der europäischen Idee, wie es ein Manfred Weber ist und die ganzen falschen Freunde im links-rot-grünen Lager, dem sich ein Weber längst vollständig angewidert hat, nichts zu tun haben. Das können Sie sich alle mal hinter Ihre roten Ohren schreiben. Diese Abgrenzung zur Arbeit unserer politischen Konkurrenten mag dem einen oder anderen im Saal vielleicht ein bisschen scharf vorkommen, denn so ließe sich einwenden, man müsse doch immer auch zu Kooperation und Kompromiss bereit sein. Und ja, meine Damen und Herren, ich bin selbst persönlich ganz bestimmt ein Mensch, dem diese beiden Begriffe Kooperation, Kompromiss alles andere als fremd sind. Schon als Familienmensch, der ich bin, weiß man um Kooperation und Kompromiss, weil da gibt es auch widerstreitende Interessen. Das lernt man im Grunde genommen im kleinen sozialen Mikrokosmos, in dem man sich bewegt. Und wo vernünftige und zukunftsweisende Vorschläge im Raum stehen, da gibt es unsererseits auch Zustimmung.
Übrigens nicht nur im Europäischen Parlament, auch im Bundestag, in Landtagen, wo die anderen mal vernünftige Vorschläge machen. Das kommt einzelfallweise mal vor. Da stimmen wir zu. Ist völlig egal, von wem das kommt. Wenn es von der Linken kommt, egal. Wenn es vernünftig ist, stimmen wir zu. Wenn aber, und das ist hier der Fall, die ganze Grundrichtung nicht stimmt, dann muss man sich der Kooperation verweigern und energisch widersprechen. Das ist hier die Situation. Liebe Freunde, wir gehen nicht nach Brüssel, um das ganz klar zu sagen. Ich darf auch sagen, wir, weil viele gute Leute werden mitkommen. Wir gehen da mit einer nicht ganz kleinen Gruppe hin und wir haben uns eine tolle Liste zusammengewählt. Wir gehen nicht nach Brüssel, um dort möglichst viele neue Freunde zu finden und auch nicht, um uns an das dortige Establishment anzukuscheln. Wir wollen gar nicht im Club der Etablierten durch Wohlverhalten in deren Sinne willkommen geheißen werden. Ich gehe sogar einen Schritt weiter. Hieße man uns dort willkommen, so hieße das zugleich, wir hätten etwas grundfalsch gemacht. Wir gehen allein nach Brüssel, um das sehr klar zu sagen und sehr einfach zu sagen. Wir gehen alleine nach Brüssel, um dort als gewählte Mandatare die Interessen unseres Volkes zu vertreten, das uns auch allein zu diesem Zweck und zu keinem anderen da hineinwählt. Und nicht, um irgendwelche Freunde zu finden. Das ist wichtig. Ja. Denn dieses Volk, das uns da hineinwählt, das darf man nicht übersehen. Das bezahlt uns dafür. Das arbeitet dafür. Das zahlt Steuergelder. Das sind Sie. Mit Ihren Steuergeldern, selbst wenn Sie nicht arbeiten, zahlen Sie jede Menge Steuern. Ist ja vielen Menschen gar nicht bewusst, was Sie alles an Steuern bezahlen. An Mehrwertsteuer, an der Tanke, Mineralsteuer. Jeder zahlt tüchtig Steuern. Das sind Steuern, mit denen gehen Leute wie ich und viele andere in den Parlamenten ein und aus, auch im Bundestag. Wir werden von Ihnen, von den Steuerzahlern bezahlt und dafür stehen wir in einer Pflicht, das zurückzugeben, den Nutzen zu bringen, der diese Kosten Ich habe oft den Eindruck, darum erwähne ich das doch, das ist eigentlich banal, nicht? Das ist eine Selbstverständlichkeit. Aber ich habe gerade in Brüssel den Eindruck, stärker noch als ich ihn in Stuttgart hier hatte, wo ich ja auch einige Zeit gearbeitet habe im Landtag, das ist da den Menschen nicht bewusst. Die leben da wirklich in ihrer Blase und treiben da Dinge, die man eigentlich nur noch mit Kopfschütteln zur Kenntnis nehmen kann. Und das geht von Beginn an so. Und da jetzt komme ich zu einem Teil meiner Ausführungen, wo ich Ihnen das so ein bisschen illustriere, was da abgeht. Und hier sehen Sie so ein bisschen an meinem Erfahrungsfundus da teilhaben lassen. Also als ich das erste Mal in Straßburg überhaupt, ich habe das schon oft erzählt, vielleicht kennen das ja auch die einen oder anderen, aber es kennen sicherlich nicht alle im Saal. Als ich in Straßburg das erste Mal überhaupt einer parlamentarischen Debatte beiwohnte, wenn man das denn eine Debatte nennen will, da klagten im völlig leeren Plenum, es waren etwa 25 Leute darin, 751 fast, so viele Abgeordnete hat es, klagte so eine grüne Trulla aus Schweden in so einem grünen Hängerchen, die sah wirklich mega grün aus, also war auch grün gewandelt, das ist nicht immer der Fall bei denen, darüber, da kam ich gerade rein und hörte mir das an, dass der Klimawandel nicht geschlechtergerecht und genderneutral sei. Wortreich. Und mit diesem typisch grünen Pathos. Ich habe gedacht, wo ist die versteckte Kamera? Die wollen mich hier verarschen. Ja, das ist speziell zu meinem Empfang gemacht, das kann doch nicht wahr sein. Der Klimawandel ist nicht geschlechtergerecht und genderneutral. Ich habe gedacht, die hat sie doch nicht alle. Hier läuft irgendwas mit versteckter Kamera. Aber nein, das stimmte. Die meinte das total ernst und weitere Redner, das war eigentlich der Clou an der Geschichte, gingen jetzt darauf ein. Die Redezeiten da sind extrem kurz. Und als die fertig war, redeten dann andere von den 25 Leuten im Plenum. Und die bestätigten die alle darin und sagten, da hätte sie aber auch sowas von recht. Das ist aber überhaupt so, dass man sich im Europäischen Parlament im Wesentlichen nicht streitet, sondern nur gegenseitig bestätigt. Man bestätigt sich auch immer mit der Kommission, ist extrem lieb zueinander. Da findet überhaupt kein Konflikt statt. Also das, was Sie im Deutschen Bundestag erleben, ja, das ist eine Debattenkultur. Da ist also jetzt auch erst seit 2017. Das gibt es im Europäischen Parlament überhaupt nicht. Ich habe nochmal geguckt, zu welchem Thema geht die Debatte überhaupt, war oben annonciert, stimmt also wirklich, das liegt allen erstes zum Thema Gender Equality and Climate Justice. Also Gender Gleichheit und Klimagerechtigkeit. Bitte muten Sie mir nicht zu, Ihnen zu erklären, wo da der Zusammenhang ist. Ich weiß den bis heute nicht. Ich behaupte auch, den gibt es nicht. Ich habe aber gelernt, der Klimawandel ist also ein richtig übler Chauvi- und Frauenfeind. Pfui Spinne. Und so ist das oft. Ich wäre nicht auf dem falschen Film. Ich denke, was geht hier eigentlich ab? Und das Witzige ist, es wird auch immer mit so einem religiösen Pathos vorgetragen, der den Grünen ja zu eigen ist.
Das sind diese ganzen Grünen, ja, da sage ich, also, liebe Leute, manche Menschen sind so hohl, aber ich täglich zum Röntgen. Wirklich schrecklich. Unglaublich. Oder denken Sie an diese ganzen Verordnungen, die kriegen Sie auch nicht so mehr. Also in Brüssel heißt das nicht Gesetze, das sind das Verordnungen, Rechtsverordnungen. Und ja, Wahlkampfzeiten sind schöne Zeiten, da packt man dann zu Illustrationszwecken einfach mal ein paar aus. Ich gebe Ihnen mal 4 kurze Beispiele. Da gibt es zum Beispiel die legendäre Schnullerkettenverordnung. Ja? Es geht um binnenmarktkonforme Schnullerketten. Sie alle kennen Schnullerketten, ja? Das ist was für eine kleine Kette. Die ist 52 Seiten lang, enthält 8 Kapitel mit zum Teil 40 Unterpunkten, damit alles Erforderliche zur europäischen Schnullerkette geregelt. Von über 40.000 Kommissionsbeamten, die müssen ja irgendwas tun. Und dann ersinnen die solche Verordnungen. Die sagen auch, was für eine Freude es ihnen macht, sowas zu ersinnen. Und da frage ich mich jetzt mal als einfacher Bürger und mal nicht als EU-Politiker, kennen Sie jemanden, der jemals einer Schnullerkette zum Opfer gefallen wäre? Also ich nicht. Das liegt wahrscheinlich an der Verordnung. Ne? Und die gehen weit. Ja, ganz wichtig zum Beispiel auch, zweites Beispiel, die Verordnung, die liebe ich besonders, zur Pizza Napoletana. Da wird auf 10 Seiten Rechtsverordnung akribisch beschrieben, welcher Beschaffenheit eine solche Pizza und wie sie zubereitet zu sein hat, damit sie den Namen dieser Spezialität in den Staaten der Europäischen Union überhaupt tragen darf. Ich zitiere mal, das ist ein längeres Zitat, aber Sie können etwas lernen und zum Lernen kommt man ja letztlich doch. Da steht geschrieben in dieser Verordnung, um den Durchmesser der Teigkugel zu vergrößern, lässt der Pizzabäcker den Teig bei der weiteren Bearbeitung zwischen den Händen kreisen, indem die rechte Hand, in einer Schräghaltung von 45 bis 60 Grad zur Arbeitsfläche gehalten wird und auf ihrem Rücken die Teigscheibe abgelegt wird, die dank einer Synchronbewegung mit der linken Hand rotiert. Im Gegensatz dazu kann man mit anderen Bearbeitungsarten, insbesondere mit der Teigrolle oder dem Pizzaformer vom Typ mechanische Presse, nicht erreichen, dass die Luft der Bläschen in der Masse auf homogene Weise nach außen gedrückt wird, um eine in allen Bereichen einheitliche Teigscheibe herzustellen. Man erhält dann in der Mitte der Scheibe eine geschichtete Teigzone, die durch Luft im Zwischenraum geteilt ist. Daher hat die Pizza, wenn man mit diesen Mitteln arbeitet, nach dem Backen nicht den typischen wulstigen Rand, der eines der Hauptmerkmale der Pizza Napoletana ist. Zitat Ende. Sagen Sie selbst, muss man wissen, oder? Ganz wichtig. Stellen Sie sich mal vor, die würden das richtig. Was würde der italienische Pizzabäcker machen? Der wüsste überhaupt nicht mehr, wie er eine Napoletana herstellt, oder? Das wäre eine kulinarische Katastrophe. Darum ganz wichtig, dass Sie sich mit Ihrem Steuergeld damit beschäftigen. Drittes Beispiel, auch der Honig gehört reguliert und ich lerne permanent. Da ist eben nicht nur reguliert der Pollen- und Wassergehalt im Honig, das kann ich nur nachvollziehen, da ist auch die elektrische Leitfähigkeit reguliert. Ich wusste überhaupt nicht, das sind so Geschichten, dass Honig elektrische Leitfähigkeit haben muss, aber die ist haargenau festgelegt. Bei Waldhonig zum Beispiel, vergessen Sie das bitte nicht, es wird Sie durch Ihr weiteres Leben begleiten, bei Waldhonig ist das ein Wert von 0,8 Mikrosiemens pro Zentimeter. Unverzichtbare Regulierung für jeden ambitionierten Honigschlürfer, sagen Sie selbst. Viertes und letztes Beispiel und mein persönlicher Favorit, und jetzt wird es hart für die Herren im Raum, das ist die europäische Kondomrichtlinie. Damit so ein Kondom binnenmarktkonform ist, also von Lissabon bis Litauen muss das überall gleich sein, müssen ein paar Bedingungen erfüllt sein. So ist es zum Beispiel so, dass 5 Liter Flüssigkeit in einem binnenmarktkonformen Kondom Platz finden müssen. 5 Liter Flüssigkeit? Ich gucke in einige nachdenkliche Gesichter. Sag's mal so, den möchte ich sehen, ja? Mindestens 16 cm muss es lang sein. Das werden einige schauen. Ein Durchmesser von 4,4 cm muss es haben und eine Wandstärke von 0,04 mm. Also ich sage es mal so, für die zu kurz gekommenen scheint mir das vielleicht alles etwas überdimensioniert. Also bei uns in Baden-Württemberg sagt man dann, ist schon krass, gell? Normalerweise
so könnte man folgern, müsste es ja um den Zustand einer Gesellschaft gut bestellt sein, wenn die Geschlechtergerechtigkeit und Genderneutralität des Klimawandels, die Größennormen für Kondome und Verordnungen zu Schnullerketten ernsthaft diskutiert werden, denn das müsste eigentlich ein Indikator dafür sein, dass man sonst keine wirklichen Probleme hat. Aber sind wir mal ehrlich, die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Gewaltige Probleme, denken Sie an die Migrationsproblematik, die ein gigantisches Problem ist, ist eines von mehreren, werden bagatellisiert, verschwiegen oder gar tabuisiert, während Belanglosigkeiten wie die genannten zu Schicksalsfragen des Kontinents stilisiert werden. Die degenerierende Dekadenz deimmunisiert unseren Kontinent vor wirklichen Gefahren und leistet sich auf der anderen Seite dann den Luxus, Probleme zu definieren, wie die gehörten, die gar keine sind. Viel schlimmer noch, es werden erhebliche zusätzliche Probleme durch blinden Brüsseler Aktionismus geschaffen. Ich deute das hier nur mal zart an. Sie alle kennen das. Denken Sie zum Beispiel an die in der Tat aus Brüssel kommenden Grenzwerte in der Dieselpolitik. Denken Sie an die Urheberrechtsrichtlinie, Artikel 13 Upload-Filter. Denken Sie an die Datenschutzgrundverordnung und anderes mehr. Da ist jede Menge unsinnige Regulierung. Wo dann die Bürokraten, das ist das typische Brüsseler Problem, die gehen immer über das hinaus, was eigentlich gemacht werden müsste. Kein Mensch bestreitet ernsthaft, dass wir Datenschutz brauchen. Gucken Sie sich aber diese Datenschutzgrundverordnung an und erleben die in Ihrem unmittelbaren Alltag, dann merken Sie, was für Absurditäten die auf der einen Seite hervorruft und auf der anderen Seite sind Scharen von jungen Menschen klug damit befasst, wie man das umgeht. Darf man gar nicht, meine Söhne sind da schwer dran. Und die verdienen richtig Geld damit, wie man so eine Verordnung umgeht. Das kann man nämlich alles ganz wunderbar machen. Ja? Während ich zum Beispiel mit meinem jüngsten Sohn, der ist noch nicht so weit, der ist 8 Jahre alt, auf ein Fußballturnier gehe, E-Jugend, die spielen da und anschließend soll da ein Foto geschossen werden von den Mannschaften, die angetreten sind. Die sind ganz stolz alle, wie das so ist. Und dann heißt, nö, Foto dürfen wir leider nicht machen, weil dazu müssten alle Eltern ihre Einverständniserklärung geben, ansonsten gibt es kein Foto. Da überhaupt nicht alle Eltern zugegen sind und wahrscheinlich auch nicht alle verstünden, was sie da eigentlich unterschreiben, darf dann kein Foto mehr geschossen werden. Der Fotograf, der nickt gerade, Sie kennen das, dann gibt es keine Fotos. Und da sage ich ein bisschen salopp, wie bekloppt ist das denn? Ja, wie bekloppt ist das, was wir da erleben? Und ich meine, gucken Sie sich diesen ganzen Dieselwahnsinn an. Da wird ein ganzer hochentwickelter Industriezweig zerstört. Nichts anderes kommt auch aus Brüssel. Und dann sind die üblichen Spielchen zwischen Berlin und Brüssel. Dann sagt eben die Bundesregierung, wir können ja nichts dafür, kommt alles aus Brüssel, ist schlechtes. Die Frage ist, wie kommt es eigentlich von Berlin nach Brüssel? Und wer macht das da? Und dann stellt man fest, ja, das sind doch unsere eigenen Vertreter, die das da machen. Und dann schiebt man sich so den schwarzen Peter da hin und her. Da werden im Grunde genommen zu Millionen Eigentümer hochmoderner Dieselfahrzeuge quasi enteignet. Die kann man hier nicht mehr verkaufen. Die werden übrigens, wenn sie hier nicht mehr betrieben werden dürfen, üblicherweise dann nicht verschrottet. Die werden irgendwo nach Afrika geliefert, weil wissen Sie, in Afrika emittieren die nicht mehr. Ja, die machen Feinstaub, machen die nur hier. In Afrika ist das überhaupt kein Thema. Gucken wir mal, was mit diesen Autos passiert. Ist völlig wahnsinnig. Und die Bundesregierung verschanzt sich dann hinter dem bösen, bösen Brüssel, das in der Tat diese Grenzwerte verbrochen hat. Da werden ganze Industriezweige an die Wand gefahren in Brüssel. Das nenne ich nicht Nutzen, das nenne ich Kosten. 100.000 Arbeitsplätze. Alles der heiligen Greta zuliebe. Ja? Die war neulich auch da. Lass mich das erzählen. Greta im Parlament. Also sie durfte in irgendeinem Ausschuss da, durfte sie reden und dann war Plenum. Und sie saß oben auf der Besuchertribüne, die ist da Empore, das Ganze sieht sehr futuristisch aus. Und sie saß genau gegenüber dem Präsidenten unten und der Präsident begrüßte jetzt die Abgeordneten zur geordneten Abstimmung. Da sind alle Abgeordneten da, wenn die nächste Abstimmung nicht da sind, gibt es keine Kohle. Dann haben sie 750 Leute da drin. Und dann begrüßte er Greta Thunberg. Und darauf brandete ein enormer Applaus aus den Reihen der Abgeordneten, Linke, Grüne, Sozis, FDP, CDU. Sogar Bernd Lucke hat mit applaudiert, muss man sagen, ich dachte, geht's noch? Ja? Und dann erhoben sich die Ersten, es gab Standing Ovations und Greta nahm gelassen von oben die Huldigungen des parlamentarischen Volkes entgegen. Genau so war das. Das war eine komplett groteske, absurde Situation. Er hat gesagt, sind die eigentlich alle völlig kollektiv verrückt geworden? Ich meine, dieses Mädel, ich
will mich nicht an dem Mädchen abarbeiten, die ist 16 Jahre alt und für meine Begriffe wird die massiv fremdgesteuert und missbraucht. Ja? Die tut mir eher leid, weil ich weiß, wie junge Menschen in dem Alter sind und ich weiß, damit kann die auf Dauer nicht zurechtkommen. Ob die einen Asperger hat oder nicht, ist aber irrelevant. Damit kommt auch jemand, der das nicht hat, nicht zurecht. Die wird noch in große Schwierigkeiten kommen und das wünsche ich keinem Menschen, auch dieser Greta nicht. Das ist eine gesteuerte Aktion, die da gemacht wird. Sowas können Sie sich mal so eben machen und sowas entsteht auch nicht spontan, sondern dahinter steckt ein geleiteter Wille, ganz anderer als der von Greta Thunberg. Und wenn wir diese Klimahysterie, wie die da schürt, die sagt, ich will euch panisch machen. Und alle sagen, ja, und applaudieren, die will uns panisch machen. Das ist eine tolle Idee, Greta, mach uns panisch. Ja? Wie verrückt ist das? Wenn wir eine vernünftige Klimapolitik haben wollen, die wollen wir haben. Ja, das ist eine Energiepolitik. Klimapolitik ist im Kern Energiepolitik. Dann müssen wir auf Basis von Daten und Fakten operieren, die gibt es, und nicht auf Basis von Emotionen und Panik. Und deswegen ist es völlig falsch, was da läuft. Völlig absurd. Völlig egal. Die macht das. Die ist am nächsten Tag, sie haben weitergereist von Straßburg. Ich weiß nicht, wie die nach Rom gekommen ist. Ich glaube, mit dem Zug. Ja? Die hatte dann in Rom zu tun. Da hat sie dem Papst eine Audienz gegeben. Das war dann das Nächste. Ja? Also. Und by the way, irgendwas ist da komisch. Sie kennen alle die Antonio Amadeo Stiftung. Und von der ist ja überliefert, dass man bei Kindergartenkindern jedenfalls aufpassen muss, wenn die Töchter Zöpfe tragen und die Söhne sehr sportlich sind, dann ist das ein Indiz für einen rechtsextremen Hintergrund des Elternhauses. Schreibt die Amadeo Antonio Stiftung. Und jetzt habe ich mal genau hingeguckt und habe gedacht, alter Schwede, die Greta, die hat zwei Zöpfe. Was sind denn dann die Eltern? Ja, also ein Zopf, ein Elternteil Nazi, beides. Zwei Zöpfe beide Elternteile Nazis, ja? Ich dachte, was sind denn dann diese Eltern? Sind das Klimanazis oder was ist das? Also es ist wirklich schräg, was da läuft. Greta möchte also, dass wir in Panik leben und dass wir in Angst leben, gibt sie offen zu und alle applaudieren, vor allem die Grünen. Wundert mich schon etwa, sonst wird uns ja immer vorgeworfen, wir seien die, die hier die Panik und die Ängste schürten. Die Grünen plakatieren aktuell, ich bin mit Greta mal fertig, aber mit den Grünen werde ich einfach nicht fertig, plakatieren aktuell, eine mutige Gesellschaft lässt sich keine Angst machen. Für eine Partei, die davon lebt, nichts anderes als Angst zu produzieren, ist das eine bemerkenswert selbstironische Erkenntnis, sagen Sie selbst. In den 70er Jahren prognostizierte diese Klientel, dass Öl in 20 Jahren alle sein wird. Also ich bin so alt, ich kann mich noch an autofreie Sonntage erinnern, die man damals im Westen hatte. Weil in 20 Jahren ist das Öl alle. Hat nicht ganz gestimmt, um das mal so zu sagen. Dann kam das Waldsterben. Dann kam saurer Regen, dann FCKW und so weiter. Immer dieser Weltuntergangsfetischismus. Wenn wir nicht handeln, dann. Und am besten mit einer Steuer obendrauf. Es geht darum, dass sie uns ausbeuten wollen. Sie wollen uns auch mit der CO2-Steuer ausbeuten. Darum geht es. Es ist ganz simpel. Und dazu erfinden sie solche Geschichten. Es ist enorm. Und dennoch dieser Erfolg. Die Grünen sind derzeit noch so erfolgreich, weil sie das tiefe religiöse Bedürfnis einer ansonsten im Kern atheistisch gewordenen Gesellschaft befriedigen. Grüne Politik, das ist zu so einer Art Ersatz- oder Pseudo-Religion geworden. Das ist wirklich Religionsersatz, was wir da erleben. Und ich bitte Sie, das ist vielleicht für eine AfD-Wahlkampfveranstaltung etwas ungewöhnlich, aber ich bitte Sie ernsthaft, tun Sie mir einen Gefallen und lesen Sie das Wahlprogramm. Und zwar der Grünen. Bitte lesen Sie das. Und verbreiten Sie es. Denn das größte Glück der Grünen ist, dass kaum jemand ihr Wahlprogramm liest. Täten die Menschen das, wären die Wahlerfolge noch unerklärbarer. Also wer das in toto gelesen hat und die immer noch wählt, der gehört eigentlich in die Geschlossene. Ein paar Punkte aus dem Wahlprogramm. Schaffung eines europäischen Einwanderungsrechts basierend auf dem Global Compact for Migration. Das heißt, Grenzen komplett auf. Nichts anderes als das. Jeder kann sich überall in der Welt niederlassen. Wo werden die sich wohl niederlassen? Na, da, wo es die höchsten Sozialleistungen gibt. Das Resettlement-Programm des UNHCR soll großzügig in Europa ausgeweitet werden, ohne das individuelle Asylrecht damit in irgendeiner Form zu berühren. Sogenannte Seenotrettungs- und Flüchtlingsorganisationen, die Schlepperdienste verrichten, dürfen nicht kriminalisiert werden.
Einstufungen von Staaten als sichere Dritt- und Herkunftsländer werden grundsätzlich abgelehnt. Alles grünes Wahlprogramm. Und Sie müssen sich vorstellen, was das heißt. Jeder kann aus jeder Ecke der Welt jederzeit hier rein. Für Bewohner vom Klimawandel betroffener Inselstaaten sollen Klimapässe ausgegeben werden. Die kriegen also Pässe und mit denen können die weltweit reisen dahin, wo sie hinwollen. Ab 2030 keine Neuzulassung von Kraftfahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Das heißt nicht nur kein Diesel mehr, auch kein Benziner mehr. Vorbei, die ganze Geschichte. Ab 2030 also nur noch konsequente ökologische Schädigung durch E-Autos. Die sind nämlich ökologisch viel schädlicher als die Autos, die wir haben. Das interessiert die Grünen relativ wenig, wie man an die Rohstoffe für die Batterien kommt im Kongo und so weiter. Das interessiert die überhaupt nicht, weil das ist nicht deren Bericht, was da passiert. Die interessiert auch nicht die Entsorgung nach dem Ablauf der Lebensfähigkeit der Batterien. Wenn Sie eine Ökobilanz machen für E-Autos, von der Rohstoffgewinnung über die Produktion, den Betrieb bis zur geordneten Entsorgung und Sie vergleichen das mit modernen Diesel, gucken Sie sich das mal selber an, was dabei rauskommt. Wer dann immer noch E-Autos fordert, ist ein Ökoschwein und nichts anderes als das. Kann ich nur sagen. Aber ich bin ja beim Wahlprogramm der Grünen. Die fordern zum Beispiel Einführung des Gender Budgeting, um eine geschlechtergerechte Verteilung der Finanzmittel zu gewährleisten. Steht in deren Wahlprogramm. Also wenn Sie das wollen, machen Sie das. Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips auf allen Ebenen heißt nichts anderes als, wir können ungehindert ausgebeutet werden. Dazu braucht es auch bei finanzwirksamen Beschlüssen keine Einstimmigkeit mehr. Wir können also immer von allen Südeuropäern bestimmt werden. Die EU soll das Prinzip der feministischen Außen- und Sicherheitspolitik zur Leitlinie machen. Und ja, Sie gucken, ich auch. Feministische Außen- und Sicherheitspolitik soll Leitlinie werden. Ich kann Ihnen das nicht erklären. Ich sage Ihnen nur, das ist Gaga, da bin ich mir ganz sicher. Ja. Die Meinungsfreiheit im Internet soll nicht durch Plattformen bestimmt werden dürfen, sondern muss politisch geregelt werden. Ja, und wenn die Grünen dran sind, dann wissen wir auch, wer es regelt. Und dann kommt Grünen-Guru Habeck und fordert noch kollektive Enteignung von Wohneigentum. Ich sage es mal so, das funktioniert nicht. Dann kriegen sie Wohnraumversorgung, wie sie zum Beispiel im Osten vor 89 war. Und das kann die Lösung wirklich nicht sein. Wir haben gute Lösungsansätze dafür. Wäre ein ganz eigenes Thema, lasse ich jetzt mal weg. Kann ich aber gerne jederzeit erklären, wie das ginge. Und die meinen das alles wirklich ernst. All das, um den feuchten Traum der Vereinigten Staaten von Europa zu realisieren. Es gilt eigentlich immer, checken Sie das mal, das Gegenteil von dem, was Sie fordern, ist richtig. Ist immer gleich. Die größte Bedrohung für unseren Kontinent waren, sind und bleiben die Linken in all ihren Schattierungen. Und das gilt auch für den linksgrünen Brachialsozialismus. Und wir sind die Einzigen, die den aufhalten können. Wissen Sie, warum beschäftige ich mich hier so mit den Grünen? Weil die haben ein Programm. Genauso wie wir ein Programm haben. Und Sie können sagen, das sind die, das sind wir, das sind die Sozialisten, das sind die Freiheitlichen. Vergessen Sie die anderen. Die Linken machen das, was sie immer sind, sind eine Randerscheinung. Die FDP macht das, was sie immer macht, ist eine Randerscheinung. Und wir haben zwei aufstrebende Parteien. Die Grünen als Resteverwerter des sozialdemokratischen Kadavers. Ja, denn die sind in völligem Niedergang. Und auf der bürgerlich-konservativen Seite sind wir die, die aufstreben. Und wir sind noch nicht ganz so weit, weil die CDU noch nicht ganz so weit unten ist, aber die kommt dahin. Ja? Und dann kriegen wir genau den Wechsel, den wir in anderen Ländern wie Italien zum Beispiel schon haben. Das dauert bei uns alles ein bisschen länger, weil der deutsche Michel, der ist da ein bisschen weggefault. Jedenfalls im Westen. Im Osten geht das schneller, ist tatsächlich so. Ich muss das neidlos annehmen. Meine Damen und Herren, die EU gebärdet sich keineswegs, jetzt muss ich selber auf die Uhr gucken, als Garant bürgerlicher Freiheit, aber um 16 Uhr müssen wir draußen sein, ja, sind wir, das sind noch 10 Minuten, ich brauche noch 5 und dann haben wir die Nummer. Dann passt das ganz gut. Die EU, so wollte ich sagen, gebärdet sich keineswegs als Garant bürgerlicher Freiheiten, sondern ganz im Gegenteil, als ihr Gefährder, in manchen Fällen sogar Zerstörer. Wenn man einmal von außen völlig unvoreingenommen, sozusagen aus der Vogelperspektive, einen Blick auf die EU im Ganzen wirft, in ihrer heutigen Verfassung, dann kann man kaum zu einem anderen Befund kommen, als dass wir es hier mit einem ziemlich kranken Patienten zu tun haben, bei dem etliche Vitalfunktionen nicht mehr richtig funktionieren. Und das liegt zum einen an der Verfettung, dass die eben ganz, ganz vieles tun, was sie gar nicht tun müssten. Denken Sie an die vielen Richtlinien, die ich Ihnen zitiert habe. Das heißt, die EU tut zu viel, was sie überhaupt nicht tun müsste, leidet an einer massiven Überregulierungsstörung, könnte man sagen.
im medizinischen Sprachgebrauch bleiben, hat zu viel Personal, zu viele Institutionen. Zum anderen, und das hängt durchaus damit zusammen, gelingt es ihr darüber nicht, ihre eigentlichen Aufgaben halbwegs zufriedenstellend zu erfüllen, was sie zunehmend schwächt. Das ist vor allen Dingen Hybris, Selbstüberhöhung, Selbstüberschätzung, alles zu können und alles zu wollen, eben bis hin zur Eigenstaatlichkeit der Vereinigten Staaten von Europa, an der sie sich schlicht verhebt. Die Bürger wollen das nicht. Fragen Sie sich mal, ob Sie die Vereinigten Staaten von Europa wollen und dafür die Nationalität aufgeben wollen. Ich bin überzeugt, wir kommen hier annähernd auf 100% Ablehnung dieses Projekts. Sind das so andere? Ja. Und genau das verstehen die arroganten, nur vermeintlichen Eliten, die in Brüssel noch den Ton angeben, einfach nicht. So muss und wird die Union scheitern. Und lassen Sie mich das klar sagen, wir wollen gar nicht, dass die Union scheitert. Das ist nicht, hier ist nicht der Wunschvater des Gedankens. Wenn künftiger weiterer Flurschaden vermieden werden soll, dann wird es eine Umkehr geben müssen. Und die wird es nicht mit jenen geben, die immer weiter an ihrem Endziel Vereinigten Staaten von Europa basteln, indem sie immer mehr Politikbereiche vergemeinschaften und immer noch mehr Zentralisierung einfordern. Ich meine, gucken Sie, was Sie machen. Die sagen überwiegend nicht offen, wir wollen die Vereinigten Staaten von Europa. Die sagen, lasst uns die Haushalts- und Finanzpolitik vergemeinschaften. Lasst uns einen europäischen Finanzminister haben. Die sagen, lasst uns eine gemeinsame Sozialpolitik, eine gemeinsame Arbeitsmarktpolitik machen, die kein Mensch braucht. Nicht, dass wir keine Sozial- und Arbeitsmarktpolitik brauchen. Die brauchen wir sehr wohl, sogar entschieden. Nur nicht auf Ebene Brüssel, sondern das muss dezentral erfüllt werden. Gemeinsame Verteidigungspolitik, der neueste Vorschlag von Staatspräsident Macron. Was hat er eigentlich vor? Möchte der uns dann den Schlüssel für die französischen Atomwaffenarsenale geben? Ich glaube das nicht. Ja? Und was heißt überhaupt gemeinsame Verteidigungspolitik? Wollen wir das wirklich? Gucken Sie sich mal an, was die Franzosen für eine Verteidigungspolitik in Anführungsstrichen exemplarisch in Libyen machen. Aktuell machen und auch gemacht haben zu der Zeit, als sie Gaddafi da weggebombt haben. Was haben Sie für eine Verteidigungspolitik in Libyen? Ist das unser Wille? Da bin ich sogar mal bei der Bundesregierung, die gesagt hat, nö, da machen wir nicht mit. Recht hat sie gehabt. Wenn wir eine gemeinsame Verteidigungspolitik haben, dann müssten wir hier mit einheitlichem europäischen Willen arbeiten. Den gibt es nicht. Gemeinsame Verteidigungspolitik setzt einen gemeinsamen Verteidigungswillen voraus, der ist überhaupt nicht vorhanden. Insofern ist das nicht klug. Und wir sagen zu alledem nein, wir wollen diese Vergemeinschaftungsorgien nicht und wir werden das auch nicht akzeptieren. Und schauen Sie genau hin, wir sind die Einzigen, die das nicht akzeptieren, denn die anderen bis hin, also von der ganz Linken bis hin zur CDU, CSU, die machen das alle mit. Sie heucheln Freiheit und geben die, genau diese Freiheit zugleich immer weiter auf. Auch die CDU steht wie die versammelte europäische Linke immer gerne grün ummantelt für ein zutiefst unfreiheitliches, hyperpaternalistisches Staats- bzw. sogar Superstaatsverständnis. Es gibt in Deutschland nur eine einzige politische Kraft, die gegen diesen irrsinnigen Stimme erhebt, und das sind tatsächlich wir. Deswegen tragen wir mit Recht den Namen Alternative für Deutschland. Wir sind die einzige Alternative. Ja, so ist das. Wir kämpfen für ein Europa der Vaterländer und wir verwenden diesen Begriff bewusst. Das ist für uns kein kontaminierter Begriff. Das hat auch nichts mit Krieg oder sonst was zu tun. Vaterland ist ein schöner Begriff. Für ein Europa der Vaterländer, in dem nationale, regionale und kulturelle Eigenheiten geachtet und verteidigt werden. Ein Europa des Wettbewerbs, ein Europa der Vielfalt, also das Gegenteil der Vereinigten Staaten von Europa, denn das wäre nichts als ein identitätsloses Nichts. Nennen wir in aller gebotenen Deutlichkeit hier die eigentlichen Zerstörer Europas, seiner Identität, seiner großen Geschichte und so reichen Kultur beim Namen. Nennen wir sie mal beim Namen. Diese Zerstörer heißen Juncker, Timmermans, Draghi, Macron, Schulz, Merkel, Weber und so weiter. Das sind die, die hier alles kaputt machen. Das sind nicht die wahren Europäer, die sie vorgeben zu sein, wenn sie sich mal wieder in Aachen oder sonst wo irgendwelche Orden umhängen. Das sind arrogante Anti-Europäer, die letztlich all das pervertieren, was diesen wunderbaren Kontinent eigentlich erst groß gemacht hat. Das ist die Wahrheit. Es sind eben nicht die Italiener und ihr Matteo Salvini, nicht die Franzosen und ihre Marine Le Pen, nicht die Österreicher und ihr Heinz-Christian Strache, nicht die Ungarn und ihr Viktor Orban und es sind auch nicht wir Deutschen von der AfD, die Europa an die Wand fahren, sondern die, die das tun, das sind die Brüsseler Technokraten. Und diesen Leuten sagen wir, und zwar gemeinsam, den Kampf an. Wir werden für ein Europa kämpfen im neuen Europäischen Parlament, das anders aussieht, das weniger, eine Europäische Union, die weniger tut,
das wenig, aber kraftvoll tut, da wo wirklich internationale Aufgaben sind. Und ich muss das sagen, damit komme ich da auch schon zum Schluss, es ist mir eine Freude, dafür Mitstreiter gefunden zu haben. Ich habe einen großen Teil meiner Arbeitszeit damit verbracht, in dem Jahr, seit ich dort bin, oder etwas mehr als einem Jahr, genau das vorzubereiten. Wir arbeiten gerade daran, eine große gemeinsame Fraktion im Europäischen Parlament zu gründen. Wir haben den Startschuss gemacht am 8.4. in Mailand. Da gab es eine Pressekonferenz mit Matteo Salvini, mit Anders Vistisen von Den, Olli Kotzko von Waren Finnen und mir. Und wir haben gesagt, diese Gruppe, die wird größer werden, und sowas sagt man nicht einfach so, man weiß dann auch, dass die das wird, und das ist genau in Arbeit im Moment. Und Sie können sehen, seitdem sind wir schon von 4 auf 9 angewachsen. Es sind hinzugekommen die Österreicher von der FPÖ, mit denen ich sowieso dort sehr, sehr eng zusammenarbeite. Der Rassemblement ist hinzugekommen. Und einige weitere Partner, und lassen Sie mich Ihnen fest versichern, das ist noch nicht das Ende der Entwicklung, da kommen noch einige, und ich weiß auch, wer da so kommt. Das wird eine ganz, ganz große Fraktion werden, und mit der werden wir vernünftig arbeiten können für ein anderes, ein besseres, ein freiheitliches Europa der Vaterländer. Also die gute Nachricht bei allem auch Betrüblichen, was ich berichtet habe, ist, wir sind nicht allein. Wir werden damit einer bärenstarken AfD-Landesgruppe einziehen. Und mit der werden wir in eine bärenstarke große Fraktion eingebettet sein. Und mit dieser bärenstarken Fraktion werden wir diesen Laden aufmischen. Das neue Europäische Parlament wird ganz anders aussehen als das alte. Und das ist wirklich die gute Nachricht. Und genau dafür, ich mache so eine Art Punktlandung, eine Minute habe ich noch, genau dafür bitte ich Sie, geben Sie am 26. Mai Ihre Stimme für Europa, der Alternative für Deutschland. Und wie Vorredner es auch schon gesagt haben, werben Sie an allen Stellen dafür, dass Millionen von Menschen es Ihnen gleich tun. Unsere Kinder, unsere Enkel werden es Ihnen danken für ein Europa der Vaterländer, für ein Europa der Freiheit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. So, danke schön, Herr Professor Dr. Wolken. Es ist so, wie es immer ist, wenn es am schönsten ist, muss man Schluss machen. Herr Professor Meuthen muss jetzt noch weiter nach Magdeburg, in die Landeshauptstadt. Ihr seht, welche Wertigkeit Köthen hat, ja? Wir sind zuerst dran, weil Köthen rules, ne? Beim Rausgehen, seid bitte vorsichtig. Wie gesagt, es ist eine Gegendemo draußen, und soweit ich weiß, hat es ein Besucher aus Halle schon erwischt. Der wurde niedergestreckt in irgendeiner Art und Weise. Eine Frau wurde nieder irgendwie...